So, und damit willkommen zu einem neuen Stream, heute Wintersaison. Ja. Ja, kann man dazu nicht groß sagen. Ja, neu wird, ist der Range Rover Velar, heißt er, glaube ich. Ist egal, interessiert mich nicht wirklich. Aber ja, mal schauen. Ich scheine ein bisschen zu übersteuern laut OBS. Moin Emil. Ich hoffe mal, es läuft alles flüssig, eigentlich sollte es, aber ab und zu... Na, entweder hat's Internet keinen Bock oder was weiß ich. Okay. Vela gibt's hier. Ich aktualisiere deine Karte jetzt für den Winter. Ich gucke auch mal, dass ich mir, ich weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen hatte, aber irgendwann demnächst mal neue Vorspannteile mache, also das hier und das hier. Vielleicht kommt sogar irgendwann Facecam demnächst. Mal schauen. Dass ich mir da neue Sachen mache. Beziehungsweise die beiden können eigentlich bleiben, die gefallen mir. Aber das hier würde ich anpassen mit jeweiligen Screens. Aber muss ich mal schauen, momentan ist halt zeitlich. Ja, also ich hätte bestimmt Zeit dafür, aber in den letzten Tagen habe ich eher Race Room und Planet Coaster gespielt lieber. Aber ich werde mir dafür mal irgendwann die nächsten Wochen Zeit suchen, um das dann auch mal umzusetzen. Könnten wir auch schon beitreten. Moin Adi. Ja, könnt mir schon schon mal beitreten. Vertreib's besser, ja. Ich mach schon mal PR-Stunts und das Foto können wir ja dann zusammen machen. Und ich habe auch vor, dann. Also ich habe die ganzen PR-Stunts auf Blizzard Mountain gemacht, da wird jetzt 99 Medaillen. Also im nächsten Stream kommt dann definitiv das Finale. Also im nächsten FH3 Blizzard Mountain Stream. Und ich habe auch vor, das jetzt irgendwann demnächst zu machen, aber ich will es nicht versprechen. Ja, 100% weiß ich nicht, mach ich glaube ich nicht. Aber ich spiele auf jeden Fall das Finale und so. Lol. Was ist das zum Vorsort schon? Shop. Oh, ganz okay. Ja, ich weiß, dass 100% einfach ist, aber kostet halt, also das kostet Zeit, macht ja trotzdem Spaß, aber keine Ahnung, irgendwie. Not bad. So, als nächstes hier Blitzer und Blitzerzone. Ich hätte auch eigentlich mal Lust gehabt, Planet Coaster zu streamen in den letzten Tagen, aber Planet Coaster... Also an sich ist es ein nice Spiel und so und kann man an sich ja auch ganz gut streamen, aber... Ja, ich weiß nicht. Spiele ich lieber privat als im Stream. Moin, komm ins Gym. Der aller echte, ja. Untersteuern sein Großvater. Hat noch gereicht.
Challenger oder Camaro, moin, likeable Memes an der Stelle auch nochmal. Kommt auf die Generation an, mal so, mal so. Schon 40% los. Okay, das kann man mal so easy zwischendurch machen. Ha. Keine Ahnung, könnte ich mich jetzt nicht zwischen entscheiden. Kommt. Also klar, hier zum Beispiel den Challenger finde ich nicht so geil, den 1970er. Aber der 215er aufwärts ist halt schon geil. Corvette. Ja, easy. Ich könnte mich auch nicht zwischen Corvette und Viper entscheiden. Ich meine, Camaro hat halt dieses übel hässliche Teil aus den 90ern. Das zeitgleich mit der Cobra lief. Also mit der Mustang Cobra. Das sieht halt ultra kacke aus irgendwie. Das geht, finde ich, nur als GTLM. Ist das, glaube ich, klar. Aber sonst. Meine 100 anderen Zuschauer. Die ich für 5 Minuten hatte. Ach, die ist am Horizon 3 spielen. Lül. Ich weiß es nicht, ich habe ihn gerade mal angeschrieben. Ich weiß noch nicht mal, von wem der Raid war. Ich weiß nur, dass du in den Stream kamst und auf einmal 200... Du meintest von irgendeinem russischen Stream, aber ich weiß bis heute nicht, wer. So, du machst Blizzard 900. Ja, kannst ja auch später noch dazu kommen, wenn du willst. Ah, das hatte ich ganz vergessen. Stonefs hat Probleme mit seinem Spiel. Und kann deswegen noch nicht mitspielen. Grüße gehen an der Stelle raus. Oh, nice. Das ist bei ihm aber auch nochmal so eine Stufe weiter gefühlt. Ja gut, dann machen nur Emil und ich das halt. Würde ich sagen, wir holen uns als erstes mal hier den Villa. Oh, ne, kommt noch jemand dazu anscheinend. Weil das ist bei Stone of Star was, was viele anscheinend haben. Das hat zum Beispiel auch Luca. Dass die normale Version von FH3 einfach nicht richtig. FH3 ist halt absolut scheiße optimiert. Das ist halt leider so. Also. Also ob Forza 3 funktioniert oder nicht, ist halt immer so ein Art Glücksspiel. Mein ja, er kann es jetzt nicht spielen. Aber wenn ich überlege, dass man das Spiel ein paar Tage nicht mehr kaufen kann,
Ich würde nicht sagen, dass rausgeschmissenes Geld ist tatsächlich. Das finde ich auch schade, dass er es jetzt nicht spielen kann. Das tut mir leid für ihn. Aber im Endeffekt muss man es ja auch so sehen, wenn er dann mal einen PC hat. Also, er hat ja einen PC, der ist ja auch nicht schlecht, sein PC. Aber wenn er dann mal die Möglichkeit hat, das Spiel später zu spielen, weil er irgendeinen Teil an seinem PC upgradet oder so. Moin Peter. Dass er es dann spielen kann. Wenn er sich's jetzt nicht holen würde, könnte er es nie spielen. Außer man shared es ihm. Ich würde es ihm wahrscheinlich sharen. Aber selber besitzen ist natürlich dahingehend immer besser. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass es rausgeschmissenes Geld ist. Ja, kann man so und so sehen. Und ich meine, selbst wenn man es später erst spielen kann, 2, 3 Jahren, weil man dann einen PC hat, der dem entspricht, hat man ja nur 25 Euro für das Spiel ausgegeben, was sonst einen Wert von 80, 90 Euro hat in der Version. Muss man ja auch so sehen. Die KI hat schon wieder Bock, merke ich. Also es gibt. Oder auch zum Beispiel, was kann man denn noch nehmen? Bei Steam verschwinden ja auch manchmal Spiele. Und dann habe ich mir für Rocket League früher, als ich es aktiver gespielt habe, habe ich mir, ich habe mir nicht viele Skins gekauft, aber ein paar. Und am Ende habe ich nur, ich glaube, 2 Skins von 5 oder so benutzt. Die kann man jetzt nicht mehr kaufen, weil Epic Games halt so ein Hurensohn ist. Sorry, aber ich hasse Epic Games für das, was sie bei Rocket League gemacht haben, einfach. Dass man die Skins nicht mehr kaufen kann, so. Oder die gar nicht mehr bekommen kann, soweit ich weiß. Also, von daher, ja. Wenn ich jetzt Bock habe, einen DeLorean zu benutzen, kann ich das noch machen. In dem Sinne. Wie finde ich Podcast 3? Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ich bin mir aber nicht sicher. Ich finde es an sich, sieht es nach einem guten Spiel aus. Aber ich finde es schade, und deswegen werde ich es mir auch nicht holen, dass alles, was um dieses, ich sag mal, mehr Simracing drumrum ist, raus ist. Warum ich mir tatsächlich früher Podcast 2 gekauft habe, ist, weil es eine vernünftige Rennsimulation ist, zum einen. Und zum anderen, dass es Boxenstops gab, es gab eine Einführungsrunde sogar. Was zu der Zeit auch, als ich geguckt hatte, noch nicht so viele Spiele hatten. Und sowas wie Assetto Corsa, dachte ich mir dann doch, naja. Und ich kannte damals noch, oder ich kenne mich in der Videospiellandschaft verhältnismäßig schlecht aus, tatsächlich. Deswegen habe ich mir Podcast 2 direkt gewünscht, so als ich es gesehen habe. Und ich habe es auch nicht bereut. Ich meine, ich habe, ich glaube, 100 Stunden im Spiel fast. Oder mehr, weiß ich gerade nicht genau. Aber was Podcast 2 für mich zu so einem geilen Spiel gemacht hat, ist, dass es Boxenstops gab. Es gab verschiedene Wetterverhältnisse, die wirklich was ausgemacht haben. Was ich besonders geil finde, was immer noch besonders geil finde, nice, verloren, alles gut, ist auch dieser Wetterwechsel. Wenn das Rennen mit Regen anfängt, trocken endet, du hast diese abtrocknende Ideallinie, was viele Spiele tatsächlich nicht haben. Was sie vielleicht vermeintlich haben, aber was sie nicht haben. Und bei Project Cars 2 ist das wirklich da. Und das spürst du auch beim Fahren. Und das waren halt so Punkte, die ich extrem geil fand. Jetzt bei Podcast 3 ist alles raus. Es gibt kein, ich sag mal, dynamisches Wetter, was auch wirklich was im Rennen ausmacht, weil es keine Boxenstops mehr gibt. Und generell ist es halt jetzt mit dieser, auch mit diesem PI im Spiel, es ist halt eher ein Shift als, also es ist ein Shift mit Podcast Handling, würde ich sagen. Und das ist halt nichts, was mich mittlerweile anspricht, so. Gutes Spiel, nur nicht mein Geschmack, so. Und als es announced wurde, habe ich mich so eigentlich, oder was heißt gefreut, das klingt so, als würde ich es jetzt nicht mehr. Aber dachte ich mir so, boah, geil neuer Podcast-Teil, werde ich mir höchstwahrscheinlich holen. Dann habe ich halt so gesehen, dass es keine Boxen sowas mehr gibt und
dass die Autoklassen teilweise, die, mit denen man gegeneinander fährt, teilweise nicht passen. Und nee, sorry. Aber trotzdem, wenn man Need for Speed Shift mochte und mit dem Handling von Project Cars zurechtkommt, finde ich, es ist ein Spiel, was sich lohnt. Also das definitiv. Deswegen, ja. Ich hätte ja gern mal irgendwie einen Sim-Racer, der jetzt nicht iRacing ist, weil das viel zu teuer und viel zu kompetitiv. Ja, das glaube ich, dass du in Shift nur aggressiv gefahren bist. Shit. What the fuck? Was habe ich geschafft? KI, steht die KI immer noch? Ne, fährt jetzt wieder. Oh, war das close? Da habe ich einen Lag Punch bekommen. What the fuck, Alter? Server. Irgendwas geht mit dem Server ab, würde ich mal so sagen. Uff, Alter. Egal. Weiter. Ja, so ein Spiel halt, wie, sagen wir mal, so von den, mit den Features von Project Cars 2, aber mit dem Handling von einem Assetto Corsa oder so. Das fände ich geil. Nur halt noch mit ein paar mehr. Bei Linus Crash, das wird die Takedown-Kämpfe. Ja, Bruder, Ultra wird das Rennen auf jeden Fall. Aber egal, gewonnen. Ja, irgendwie sowas dazwischen. Mit auch noch ein paar mehr Features, was mir bei Project Cars 2 fehlt. Was auch in den anderen Spielen fairerweise, muss man sagen, nicht drin ist. Ist ein Safety Car. Das gibt's leider nicht. Das wäre ganz geil. Aber irgendwie. Also sagen wir mal, Grundlage ist Assetto Corsa mit den Features von Project Cars 2 plus Safety Car und ja, das beschreibt schon ganz gut. Und natürlich mit lizenzierten Rennwagen wie bei Race Room oder so. Ich lass mal zu der KI ein bisschen mehr Abstand. Jungs, was ist los? Oh, rip. Ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich die KI ausbremse.
das wird nichts. Außer die KI haut's irgendwie komplett weg. Egal, machen wir es halt nochmal. Ich habe eh vergessen, den Zyro-Modus reinzupacken, fällt mir gerade auf. Ich habe irgendein uraltes Tuning drauf. Ah, nice. Das hatte ich auch noch nie. Aber die KI war auch verdammt laggy. Driver, der einen umwirft, kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Okay, out of nowhere, ja. Kannst einfach mein Tuning nehmen, Emil, das ist, glaube ich, ganz gut. Was hab ich, warum habe ich hier überhaupt diese Lackierung drauf? Ich meine, das war eine der ersten Lackierungen, die ich mir runtergeladen habe. Aber... bestimmt gibt's das Orti. Ich meine, das war eine der ersten Aktionen, die ich runtergeladen habe, glaube ich. Aber hier nicht mal die Mühe gemacht, das zu drehen. Das ist ein 2-Klicks-Provinier. Das ist absolut nicht schwer. War. Ja. Warum ist Dings nicht drin? Weird. Sollten wir nicht 3 sein? Es wird nicht RKO Compilation heißen, Arti, glaube ich. Oh, RIP. Na gut. Uff. Irgendwie hat Forza Lust. Heute mal wieder.
Boah. Bin ich lieber links in die Wand gefahren, als dass mich die KI da am Checkpoint vorbeischiebt. Okay, jetzt steht er aus Kolonne verlassen, okay. Stört euch, also jetzt so an E-Mail und Artifarm, stört euch das eigentlich, dass ich immer dieselben Thumbnails habe für die Streams? Oder jetzt nicht, ob es euch stört vielleicht, aber. Ja, okay, nö. Ist gut. Aber ob, ja. Ja gut, hat sich ja anscheinend schon erledigt. Ich meine, ich hatte zwar, oder Domme wollte eigentlich mit mir neue machen. Okay, cool. Ist halt entspannter so, weil jedes Mal, das Blöde ist, wenn ich ein Thumbnail für die entsprechende Jahreszeit mache, muss ich das entweder einen Zyklus vorher machen, oder ich müsste extra ein Event erstellen mit der Jahreszeit, dann halt Fahrzeug auswählen und so. Und das ist halt meiner Meinung nach dafür nicht so nötiger Aufwand oder unnötigerer Aufwand. Ich meine, ja, es wird jetzt nicht so krass lang dauern, aber keine Ahnung. Mich stört es halt eigentlich nicht, jedes Mal dieselben zu benutzen, aber ich kann mir vorstellen, dass es viele, also es ist viele, aber dass es doch einige in der YouTube-Landschaft gibt, was einige, ziemlich viele, die das immer ziemlich nerven würde. Ist halt YouTube. Also nichts als Vorteil jetzt gegenüber euch, so nicht, dass man es falsch versteht, dass ich denke, dass ihr auch so seid, aber ja. Ich möchte mich ja auch ein bisschen euch anpassen. Und was ja auch noch kommt, ich bin ja jetzt ziemlich nah dran an den 1000 Videos. Es müsste jetzt 996 sein, der Stream hier. Ich glaube, Race Room war 995. Gestern. Ja, ich weiß noch nicht ganz, was ich da mache. Also, ob ich was machen soll, was ich machen soll. Also, ich werde kein Best-of irgendwie aus allen Videos schneiden, weil zum einen schaffe ich das, ich sag mal, zeitlich nicht mehr. Selbst wenn ich nur eine Woche. Weil das dauert halt ewig aus all den Videos. Und werden auch endlos lange Sachen so. Aber, ja. Vielleicht ein Stream, wo man. Ich meine, das habe ich halt erst vor einem halben Jahr gemacht. Dass ich, so durch meine Sachen. Aber in dem halben Jahr danach ist halt auch ziemlich viel nochmal passiert, ne? Also entweder ich mache einen Stream, einen längeren vielleicht, auch am Wochenende. Wo man so ein bisschen darüber geht, vielleicht ein bisschen was zockt oder so, mal schauen, weiß ich noch nicht. Oder sowas, also nicht als tausendstes Video wahrscheinlich, aber halt danach. Ja, irgendwie sowas, alte Videos so, oder generell halt so durch meinen Kanal durchgehen. Habe ich halt schon zum 2-Jahres- Jubiläum, ich finde das irgendwie dumm so. Ich meine, ja, es ist ein Jubiläum. Warum bin ich Zweiter? War ich nicht Erster? Egal. Aber ich meine, wie gesagt, es ist doch einiges passiert noch dazwischen in der Zeit. Ich meine, ich hatte ja einige Projekte danach, glaube ich.
Also zum einen FH4 Ranked, dann hatte ich ein paar Trailer und Cinematics hochgeladen. Das Stream wirklich angefangen, glaube ich, oder? Ja, doch. Nee, das gestreamt habe ich schon vorher, aber qualitätsmäßig hat sich doch ein bisschen was verändert. Ja, mal schauen, ich weiß es nicht. Tatsächlich. Das ist, ja. Ich würde schon gerne irgendwas machen. Weil ich finde 1000 Videos, also jetzt allein für mich selbst, weil 1000 Videos ist halt schon eine Menge, so, ne? Ich meine, wenn ich jetzt mal nicht rechne, dass es Streams sind, sondern wie früher 20 Minuten Videos, dann sind das schon... Ah ja, KI. Bruder, was ist mit dieser KI los? Ja gut, 1000 mal 20, 20.000 Minuten. Das ist schon ein bisschen Zeit. Also ich glaube, man braucht an die 2 Wochen, also jetzt mit Streams, mit der Länge gerechnet. Ich glaube, man braucht locker 2 Wochen, um alle Videos durchzugucken. Am Stück. Das ist schon... Hello Herr Stone Performance. Ja, ich konzentriere mich mal ganz kurz aufs Rennen, weil KI und so. Ich möchte das jetzt auch gewinnen. Ja, die KI ist halt auch irgendwie so unfair schnell auf der Bahn. Und drängt einen so krank weg. Okay, Emil. Emil, wir machen das nochmal. Ich kann es nicht einfach nicht mehr spielen. Ah, das ist halt schon echt unlucky bei dir, ne? Tut mir auch leid, irgendwie viele. Ja. Hä, hey, musstest du dein... Hast du deinen Spielstand zurückgesetzt, oder? Warte. Son of Star, bevor du irgend... Hast du deinen Spielstand zurückgesetzt, oder... Was hast du getan? Oh, warte. Bisschen Bullshit. So, moin. Hallo, so. Boah, fuck. Muss ich jetzt nicht tippen. Warte, du bist... Boah, bist du laut, Alter. Discord okay. Ist, glaube ich, einfach zu laut. Ja, muss ich jetzt nicht in der Zeit tippen. Also, ich habe mein... Bierstand jetzt komplett zurückgesetzt, also komplett gelöscht. Ich hab noch eine Kopie auf meinem Desktop, falls wir irgendwas verkacken. Aber ich habe mein GameSafe komplett gelöscht von deren Server. Ja, von deren... Aber du hast ihn noch auf deinem PC. Nur nicht mehr in Ordnung. Okay, dann ist es in Ordnung. Okay. Und die wollen jetzt, also ich habe jetzt eine E-Mail nochmal gesendet, dass ihr es gemacht habt. Und die Lyra C vom Forza Support will jetzt mir einen neuen Spielstand geben, der ein so gut wie 1:1 jetzigen Spielstand ist. Okay, dann ist ja. Aber. Ja, das wäre. Ganz kurz, Adi, das wäre halt. Also den Spielstand zurückzusetzen wäre halt schon krank. Also an sich ja, aber dann. Vorher nimmst du immer das Game Safe aus dem Ordner, so. Ja, sollte man auf jeden Fall machen. Ja. Vor allem bei Forza. Auf jeden Fall, nur das Ding ist, ich kenne einen vom Johnson Server, mit dem spiele ich auch ab und zu. 86? Und dem, Fero heißt der ist wahrscheinlich noch. Ach, ja. Der ist ihm genau das gleiche passiert und der hat einen ganz seltsamen Spielstand bekommen. Also der hat echt wenig Autos zurückbekommen, die er früher hatte.
Also bin ich echt gespannt, was ich da jetzt kriege. Ach, zur Not kriegst du von mir ein paar Millionen. Wird schon. Also das Wichtigste ist, glaube ich, die Funktion zu spielen. Ja, und die wichtigsten Autos zurückzuhaben. Aber das wäre nice, ja. Ich glaube, am blödesten ist, dass du deine Tunings nicht mehr haben wirst. Die krieg ich sogar wieder, weil nicht im Spielstand gesaved sind, glaube ich. Ja, aber die sind nicht mehr auf deinem jetzigen Account, oder? Werden die überschrieben, umgeschrieben? Ich weiß nicht, weil die sind ja noch auf deren Server gespeichert. Ich glaube, das Ja, klar, du kannst die runterladen, aber du kriegst keine Einnahmen dafür. Also, ja gut, die Einnahmen sind minimal. Aber natürlich, wenn du selber auf deinem Account hast, dann könntest du daran ja auch was verändern. Ansonsten musst du die komplett neu tunen. Ja, keine Ahnung. Aber ja, das ist mir relativ egal. Mir ist sogar relativ egal, dass ich irgendwelche wertvollen Autos verliere. Mich ist eigentlich nicht so stört. Ja gut, wertvolle Autos in FA4 existieren eh nicht. Ja, aber so seltene Autos. Also, ich fände es halt blöd um die Autos, mit denen ich angefangen habe, so, weil die behalte ich, egal was so passiert. Ja. So. Aber halt, dass ich überhaupt das Game spielen kann. Gebe meine NSX nicht hin. Ja, aber das bei Horizon 3, das ist halt auch super unlucky, dass das jetzt auf deinem PC nicht funktioniert, weil es ist halt einfach nur, ob das Spiel funktioniert oder nicht, da ist random mehr oder weniger. Ja. Das Lustigste ist, ich glaube, es liegt an meiner Grafikkarte, weil. Ach, hol dir eine 3080 fertig. ich überlege mir eine 3070 zu holen, ich weiß nicht. Ich selber hole mir wahrscheinlich eine 3080 sogar, also wenn sie in den Markenhandel quasi kommt. Mhm. Also von Asus und MSI und so, dann wird sie ja deutlich billiger. Nee, die sind eigentlich immer. Also nicht, so teuer wie nicht deutlich billiger, aber sie wird noch billiger ein bisschen. Ja, das wird sie allgemein, weil. Ja, klar. Über die Zeit. Da werde ich mir eine 3080 holen. Ich würde mir, glaube ich, eher eine 3080 als eine 3070 holen, weil ja, es sind 200 Euro mehr und das ist verdammt viel Geld. Das ist aber echt viel, ja. Aber es sind halt 2 GB mehr Speicher, was halt schon bei 8 und 10 GB ein Unterschied ist. Mhm. Und es ist, glaube ich, haltbarer. Aber ich bin kein Grafikkartenexperte. Also ich würde mir halt die 3070 holen, weil halt allgemein dieses Faster than 2080 Ti ist schon lustig. Ja klar. Aber ich würde ja klar. Also die ist super, die sind krass. Aber auf jeden Fall, ich habe halt mal Foren geguckt, die genau das gleiche Problem hatten wie ich und fast alle davon hatten eine 1070. Und das ist schon sehr auffällig gewesen. Ich glaube, also da waren 10 Leute, die das Problem hatten. Und 8 davon hatten gesagt, die haben eine 1070. Das habe ich auch öfter gelesen. Das ist eine sehr beliebte Grafikkarte gewesen. Also, das muss nicht unbedingt was heißen, aber schon was Lustiges zumindest. Habe ich auch gelesen, als die Probleme für Forza Horizon 4 gesucht haben, das bei FA 3. Schon mal den. Ja, klar, habe ich. Ich gucke mir öfter Trailer an, als man denkt, Arti, ja. Der ist auch ziemlich geil, finde ich, der 3-Trailer von Hot Pursuit 2.10. Aber das Spiel ist halt auch insgesamt saugeil. Könnte man ja auch mal im Stream spielen, wenn ich nicht so faul ab und zu wäre. Was heißt faul? Ich habe halt momentan auch weniger Zeit. Ich habe ultra wenig Zeit momentan. Aber das Ding ist, momentan habe ich auch gar kein Geld, weil bald will ich halt, ich will mir ein Tablet holen für die Schule. Mhm. Ich wollte mir erst ein iPad holen, aber da sind die Dinger scheiße teuer. Für dich lohnt sich's ja vielleicht noch, aber ich würde mir ich würde mein anderes Tablet mit zur Schule nehmen, aber also mein Tablet so. Aber ich warum? Meine, ich habe mir nur so zusammengestellt von Apple. Wenn man ja, das kostet richtig, ne? Das günstigste iPad plus einen Cover, halt einfach eine ganz normale Hülle, ja, und ein Stift. Plus der Apple Pencil, weil ich will ja auch dann schreiben. Fucking 470 Euro. Ja, das ist also. Und dann, ich habe das gleiche mal bei Samsung zusammengestellt, das kostet 370. Ja, klar. Und ich dachte, dann sollte es, also zumindest ist, ich weiß nicht, wie es bei dir an der Schule ist, aber bei uns ist quasi alles auf Apple spezifiziert, also diese ganzen Beamer und so, haben halt dieses Airplay, was du ja nur mit Apple ansteuern kannst. So. Und generell eigentlich alle Lehrer benutzen Apple. Ja, das ist bei uns auch so, aber die Schüler dürfen benutzen, was sie wollen. Es ist halt nur, ist halt nur so eine Art College-Block-Ersatz. Ja, klar. Aber wenn, dann würde ich auch. Was machst du denn da? Nee, Bruder, was soll. Ich konnte doch nicht. Uff, Alter. Ja. Also halt, die Schüler dürfen benutzen, was sie wollen.
Ja, klar. Und ich würde mir auch, glaube ich, sogar lieber Apple holen, aber das ist halt ein Witz eigentlich vom Preis her. Ich würde mir halt nur Apple holen, weil es halt deutlich einfacher ist, dann den Lehrern Sachen zu schicken und so. Ja, das stimmt. Aber für mich persönlich würde es sich nicht lohnen, weil ich bin nur noch dieses Jahr an der Schule. Und ich studiere nicht, das heißt, da kann ich mein Tablet nicht weiter nutzen und für zu Hause habe ich ja ein Tablet so. Genau. Wenn auch ein ziemlich altes, ein älteres Galaxy Tab S, aber es reicht völlig aus. Und ja, das für mich würde es sich nicht lohnen, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass ich eins holt irgendwie. Also halt, ich finde es halt zu teuer. Teams und das Problem ist, Apple und Teams verstehen sich nicht. Also man kann keine Dateien auf Teams hochladen mit Apple-Geräten. Was echt geil ist. Ja. Aber ja, weil ich habe halt jetzt so, ich habe mir halt so einen Ordner geholt für die Schule und wir sind jetzt im ersten Quartal. Und es ist fast ja, schon das, voll, dieser Kackordner. Warte, du bist in welcher Klasse? 11? Q1, ja. Ja, Q1. Also bei mir war es so, dass ich... Ich glaube, in der EF habe ich mir das meiste bekommen, tatsächlich an Zetteln. Aber das okay. Nur wegen meiner Rallye-Lehrerin. Weil die hat ultra übertrieben. An sich nett, aber ein bisschen viele Zettel ab und zu. Und, EF war ein bisschen was und Q1 ging dann eigentlich. Okay, also ich habe jetzt schon übelst viele. Also ich habe am Anfang bekommst du mit am meisten immer. Das ist ja, aber es geht nicht um die Zettel, sondern einfach um das, was ich schreibe. Also ich habe Mathe LK. Ach so, ja. Alleine, also jede Stunde habe ich da 5 Zettel voll. Also Vorder- und Rückseite, das ist schon. Ja, gut, ja. So, mal gucken, ob die Lyra mir mal zurückschreibt hier. Ich weiß auch gar nicht, wann die arbeitet, weil ich glaube, die ist irgendwo in Amerika. Warte, hier steht irgendwo, wann die arbeiten. Oder? Die antwortet mir jetzt einfach nie. Ich könnte mir auch einfach mal mein Safe-Game auf mein zweiter Account ziehen, oder? Theoretisch. Aber ich soll mir mein Safe-Game so mal kopieren und saven. Ja, könnte man mal machen. Falls mal irgendwas passieren sollte. Oder wo ist die Mail, die ich automatisiert bekommen habe? Browser Support. Steht es irgendwo drin? Glaube ich. Nö. Na toll. Alter, KI. Hat sie mir denn sonst immer so geantwortet? Immer so um 20 Uhr. Haben sie auch erst um 20 Uhr gesendet. Ha, Remake von Hot Pursuit. Es ist halt ein Remake, so bessere Grafik und so natürlich. Ich meine, Hot Pursuit sieht geil aus, aber die Kantenglättung ist halt für den Arsch. Und ansonsten wird da sich nicht viel dran ändern. Vielleicht Autos oder so. Ich glaube, ich habe mir noch gar nicht den Trailer angeguckt von Hot Pursuit. Der alte Trailer ist geil, der 2010er. Welchen denn? Von der E3 oder? Müsste der E3-Trailer sein. Ja, mit dem Master. Wieso? Da wird sich nicht viel dran ändern, sagen wir mal so vom Beispiel. Es ist. Im Endeffekt, es kommt ja, glaube ich, auf die Switch. Es ist wie ein Remaster, halt nur später, dass man... nicht wie ein Remaster. Es ist wie ein, Re-Release oder wie ein, Port. Halt nur als Remaster, weil es halt schon älter ist. Achso, ja. Ich mach die ganze Zeit immer stumm, dann höre ich den immer. Fuck, Alter, was passiert hier? Ich guck gleich, was du geschrieben hast. Ich glaube, wir haben eh gewonnen. Auf jeden Fall super verbuggt.
auf der Switch, ich glaube schon, dass es teuer sein wird. Ich meine, ja, hoffen kann man immer, aber ich glaube nicht, dass es günstig sein wird. Weil Switch-Spiele sind generell sauteuer. Generell Konsolenspiele sind eigentlich überteuert. Was auf dem PC 20 kostet, kostet auf der Konsole gefühlt 40. Na, schwere Geburt. Ja. Aber naja. Irgendwie sieht das beim Wähler aus, also davon, dass du den Game Save findest, glaube ich, in den Benutzerordnern. Weiß ich gerade auch nicht auswendig. Ich muss einfach mal im Internet googeln. Findest du eigentlich recht? Ja, schön. Das sieht schon sick aus, der Trailer. Ja, viel zu teuer. Aber es ist halt ein Switch-Game. Es ist halt teuer, weil, ja. Auf der Switch muss alles teuer sein. Safe Game, Game Safe ist irgendwo. Du musst bei deinem PC versteckte Dateien anzeigen lassen und dann irgendwo ganz tief drin ist dann da der Game Safe. Mhm. Aber du musst einfach mal bei Linus Discord in Forza gucken, dass irgendwo so ein. So wie man das fixen sollte. Und da wird gezeigt, wie man an den. Game Safe drankommt. Also alles easy. Welches Auto bekommt man eigentlich im Winter? Oder bekommt man gar nichts? Den Wähler. Den Wähler? Wähler. Ja, Range Rover, der aussieht wie der andere da, nur ein bisschen neuer. Wow. Deswegen passt der Titel, ja. Sieht ganz nett aus, ja. Ist neu in der Serie von da. Oder neu in der Forza-Reihe. Ja, ist ja okay. Oh, das sieht ganz cool aus. Das ist halt so ein Auto, das fährt man halt 5 Minuten. Sieht ganz cool. Und dann wie das meiste anderen Forza auch. Ja, außer es wird aus irgendwelchen Gründen OP, dann fährt man es öfters. Oder dann sieht man es zumindest öfters. Und nicht unbedingt fahren. Hinterfrage Preise nicht. Wenn ich dir eins mitgeben kann, was ist. Yo! Ibims 1 Erkunder. Das kannst du aber mit jedem SUV machen. Ich weiß, aber es sieht irgendwie. Es sieht halt so, yo! Nein, ich weiß, dass es. Aber. Ich meine. Warte. So ohne, weißt du, ne? Okay. Kauft man sich halt, wenn man Geld hat und die Stadt vollparken will. Und dann. Oder seine Kinder zur Schule bringen will. Und nicht das Geld für eine G-Klasse hat. Ja. Weil das Ding wahrscheinlich noch mehr kostet. Ich finde nur, also an sich finde ich optisch tatsächlich relativ nice, aber hinten, ich finde den hinten irgendwie cool, aber auch irgendwie voll strange, weil das so krass abgerundet ist von der Seite aus gesehen. Ach so. Unten so auch komplett zurundet und oben. Also ich finde, es sieht irgendwie geil aus, aber ich finde, es sieht irgendwie geil aus, aber es sieht halt auch irgendwie anders aus einfach. Und ich melde uns mal für die Prüfung an. Es hat auch einen Vorteil, dass ich meinen Spielstand zurücksetzen musste, weil dieses das Intro-Event ist ja so geil, das habe ich komplett vergessen, deswegen habe ich mir Ewigkeit nicht mehr gespielt. Deswegen habe ich mir die Demo runtergeladen. Dass wenn ich das Intro-Event spielen will, dass ich das einfach machen kann. Ich habe die immer noch auf meinem PC. Echt nice, das Intro-Event. Das ist auch. Ich finde das so schade, das sage ich ja auch oft in Streams eigentlich. Dass man diese Intro-Events nicht einfach spielen kann. Weil ja, das habe ich mir auch gedacht. Die sind so super geil. Auch das von Lego und Vollständig Island finde ich super geil. Ja. Und das finde ich einfach schade, dass man die nicht nochmal spielen kann. Oder zumindest sowas Eigenes machen. Oder vielleicht, also was, nicht zumindest. Sondern vielleicht halt sogar so ein eigenes, ich sag mal, Intro-Event erstellen kann.
Das wäre halt super geil. Ja, muss man nicht können, aber wäre halt schon geil so. Aber, zumindest die nochmal spielen oder vielleicht auch mit verschiedenen Autos spielen oder so, wie die Showcase-Remixe. Das ist doch einfach geil. Also, das finde ich halt schade, die machen sich so viel Mühe damit. Und, liefern ja auch wirklich ab in diesen Intro-Events und dann... Vor allem, wie die da in diesem Winter so einfach ein anderes Festival aufbauen, das ist mir gar nicht aufgefallen, als sie das erstmal gespielt haben. Ja, auf dem... Ja, doch, das ist mir aufgefallen, das fand ich auch, schade, nee, dass... Warte mal, hier ist doch gar kein Festival. Nee, das wusste ich, also auch schon, als ich die Demo gespielt hatte, dass das dann nicht sein wird, weil man das ja irgendwie im Frühling oder so nochmal sieht, egal. Auf das jeden Fall. Das wäre immer ein Grund, im Winter zu spielen. Ja, aber ich fänd's halt geil, weil du hast, oder ich hätte es halt geil gefunden, wenn du so eine Strecke über den See hast, weil du hast ja diesen Sprung da drin auf dem See, also bei dem Intro-Event und so weiter. Und das ist doch geil, so wie das auf dem Eis, dann überall diese Lichter in der Nacht. Das sieht das einfach nice aus. So. Und das wäre auch. Das war zum Beispiel auch, das fand ich nämlich bei Blizzard Mountain geil, als ich da ein bisschen rumgefahren bin dann privat. Da ist ja auch dieser Stuntpark, wie Mudkickers halt nur im Winter. Das ist super cool, über sowas zu fahren. So, in etwas, was aus dem Winter gemacht ist. Weil wenn du jetzt in Horizon 4 bei Mud... Ich persönlich mag Mudkickers eigentlich. Also die Strecke nicht, aber in Mudkickers rumfahren. mag ich eigentlich. Du bist weggeleckt. Die Strecke hat was. Die Strecke hat echt was. Ja, das Lego DLC Intro war auch richtig funny. Also, das war nice. Ah, nee, ich weiß wieso ich geleckt habe. Ich habe einfach 5 Chrome-Dings aufgehabt. Chrome? Arbeitsspeicher? Brauchst du noch ein paar Gigabyte? Ja, glaube ich auch. Nee, auf jeden Fall. Fand ich das halt nice, auf Blizzard Mountain so da rumzufahren. Dann fährst du hier in Mudkickers im Winter lang. Und ich mag Mudkickers an sich, fahre da relativ gerne sogar, ab und zu mal. Mit irgendwie einem Rallycar oder so. Aber du hast halt im Winter nicht dieses Feeling, weil das halt immer noch matschig ist und nicht so, ich sag mal, schön gemacht wie auf Dings. Ja. Ansonsten ist der Stuntpark natürlich geil. Ja, schon. Ich weiß gar nicht, also ich habe ja vor drei nicht gespielt irgendwie. Ja, ich spiele es ja auch jetzt nicht erst. Aber wie ist denn das eigentlich, wenn du. Wie ist das eigentlich storytechnisch? Also im Endeffekt so wie. Ja, wobei nee. Schnee, oder? Blizzard Mountain oder was? Ja. Also. Das ist auch in Australien. Ja. Ach so, meinst du, ja, die hat das auch in Australien. Oder zumindest. Soll es in Australien spielen? Okay. Wahrscheinlich, also ich wüsste auch nicht, dass es in Australien einen Berg gibt mit Schnee drauf, aber. Ja, deswegen. Ja, ich meine. hier in FH4 haben wir Fortune Island und ich kenne keine oder ich wüsste nicht, dass Großbritannien eine Insel hat, bei der du Nordlichter siehst. Also. Ja, klar. Aber es ist realistischer gehalten als Schnee irgendwo in Australien. Mir ist das tatsächlich scheißegal. Ja, klar. Also, keine Ahnung. Fährst du im Königsevent nicht dein eigenes Fahrzeug? Ja, gut, danke. Australien... Berg... Ich meine, Australien hat doch diesen riesen Berg, den man jetzt mittlerweile nicht mehr da drauf darf. Wie hieß denn der? Wie ist dieser rote Berg da? Der so ultra weird aussieht. Skifahrer in Australien freuen sich über Rekordwinter. Also es gibt echt krasse Gebirge hier in Australien. Aber schneebedeckt? Ja, halt komplett schneebedeckt. Ja gut, das hätte ich nicht gedacht. Weil dieser eine Riesenberg in Australien, ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß, ich kann mir diesen Namen nicht. Achso, der von den Ureinwohnern da besetzt ist, oder halt? Nee, wo man jetzt nicht mehr drauf darf. Dieser rote Stein, der oben komplett flach ist. Ja, das ist von den Ureinwohnern. Achso, ja. Weil da, der ist ja auch sehr hoch und da ist kein Schnee. Aber er liegt auch sehr an der Steppe, oder wie? Ja, oder irgendwie so.
Australien. Ist eigentlich schon. Ja, da ist er. Der Ayerswock, ja. Nee, Uluru. Heißt der. Der heißt Ayerswock im Englischen. Achso, Ayers Rock Uluru. Ja, okay, Uluru heißt der, glaube ich, in der Sprache der Einwohner. Ja. Aber ist ein coolerer Name. Wenn er Ayers Rock Uluru. Ja, schon nicer. Ja, ich glaube, der wird mit Y geschrieben, nicht mit I. Ja. Und auch mit A am Ende. am Anfang meine ich. Oh. Emil ist nicht drin irgendwie. Emil wird auch von Forza gemobbt. Aber dadurch, dass ich überhaupt kein Forza spielen konnte, habe ich wieder sehr viel anderes Zeug gespielt. Habe ich in den letzten Tagen tatsächlich auch. Ich meine, wärst du auch froh, Forza Season 3 zu spielen, aber naja. Ich meine, ich habe es vorhin schon schon im Stream gesagt, aber ich glaube, da warst du nicht da. Ich würde nicht da auch tatsächlich nicht sagen, jetzt vielleicht auch an deiner Stelle, dass es eine Geldverschwendung war. Weil ich find's schade, dass du es nicht spielen kannst tatsächlich. Ich hätte Bock, das mal mit mehreren Leuten auch zu spielen. Aber du kannst ja auch so sehen, du kannst das Spiel ab ein paar Tagen nicht mehr kaufen. Ja, ja. Und klar. Wenn du dann wirklich eine oder wenn es eine Grafikkarte liegt, die Grafikkarte upgradet, dann kannst du das Spiel spielen. Was du nicht machen könntest, wenn du es dir nicht gekauft hättest, außer du bekommst es geshared. Mhm. Aber bei Sharen ist natürlich auch immer so die Sache, wie sehr das funktioniert. Mhm. Und es ist immer besser, es selbst zu besitzen. Also, deswegen habe ich es mir ja auch gekauft. Und die Frage ist halt, wann ich das spielen kann. Ja, klar. Aber ich meine, Forza-Spiele sind ja auch keine Spiele, die, ich sag mal, schlecht werden. Das sind ja so Spiele, die behalten ihren Charme und kannst du sehen ja auch grafisch seit jeher verdammt gut aus. Ich kann es auch total verstehen, oder ich würde sogar vielleicht sogar machen, mir eine Xbox 360 holen, nur um Forza 1 zu spielen und 1-2 zu spielen. Ja gut, die werden ja auch. Ja gut, ich weiß nicht, ob sie immer noch billiger werden, aber gebraucht. Nee, also 1 wird auf jeden Fall immer teurer jetzt. Ja klar. Weil das ist halt jetzt so eine Seltenheit schon. Also 2 wird immer billig, oder das heißt 2 wird billiger, ist irgendwie bei 3-4 Euro oder so. Aber 1 ist richtig teuer geworden. Okay, mir macht das. Stimmt, einer kann immer nicht spielen oder streamen. Ja. Bei Son of ist es das Spiel und bei mir ist es Internet. Hier, Forza Season 1 Shopping. 80 Euro. Ja. Für die Ultimate Edition. Wenn du es dann. Weil ich tatsächlich, also. 2. Ich finde, Forza Season 1 und 2 sind grandiose Spieler und so. Aber ich habe tatsächlich nicht das Interesse, die wirklich nachzuholen. Nicht? Also, tatsächlich nicht wirklich. Ich weiß nicht warum. Also, wenn ich sie hätte, würde ich sie spielen. Klar, aber irgendwie auch nicht. Ja, aber 36 Euro ist schon für ein Spiel, was sehr alt ist, ziemlich viel Geld, finde ich. Also ich habe Dirt 3 beispielsweise für 1 Euro bekommen, also. Ja klar. Weil ab irgendeinem Zeitpunkt gibt's ja dann auch den, ich sag mal, Sammlerwert. Aber ich würde so ein Spiel kann man auch, glaube ich, eher gebraucht kaufen. Ja, ja. Klar muss man da ein bisschen aufpassen und so, aber an sich. Apropos gebraucht. Ich habe mal so nachgeguckt, ne? Weil da dachte ich mir so, okay. Kann man sich ein iPad mal vielleicht gebraucht kaufen? Und dann einfach. Würde so ich nicht machen. So nach. iPad gebraucht. Es kostet einfach 10 Euro weniger als neu. Also die Dinger sind oft in guter Qualität, ne? Aber dieser Preisverlust ist nicht vorhanden. Nice. Ich hab mal gesehen, so, weil dann dachte ich, okay, normales iPad, 7. Generation. Kostet dann vielleicht ein billiger. Vielleicht hole ich mir dann ein iPad Pro, 1. Generation oder so.
war einfach teurer, als es man es neu kaufen kann. Teilweise da drin, das ist so bescheuert. Also ich würde niemals, glaube ich, so ein Handy oder iPad gebraucht kaufen. Also Handy nicht, iPad schon. Weil das machen halt viele, du nimmst halt für die Schule. Ja gut. Hast halt 2 Jahre und danach gibst du es halt wieder weiter. Kann ich verstehen, würde ich selber aber, glaube ich, nicht machen. Nicht, weil ich sage, gebraucht ist schlecht. Ich habe kein Problem damit, Sachen gebraucht zu kaufen eigentlich. Mhm. Aber bei so Handys und Tablets, das Problem ist halt, bei dem PC zum Beispiel, da kannst du easy aufschrauben, reingucken, ausprobieren oder was er ausprobieren. Aber austesten, was kaputt ist und so. In dem Sinne. Und kannst einzelne Teile austauschen. Bei einem Handy oder Tablet oder auch Laptop, das finde ich ganz extrem, kannst du das nicht. Und das ist halt blöd, wenn dann irgendein kleines Teil kaputt geht und du kannst es nicht austauschen. Und dann zahlst du für die Reparatur am Ende super viel, weil du musst das ja in der Reparatur machen lassen im Regelfall. Ja, ja. Alter, was ist das für ein Huren? Wobei die meisten iPads so, also, ja. Ja, klar, die halten. Tun Samsung im Regelfall eigentlich auch. Ja. Aber, ja, schon. Ich hab jetzt auch ein Samsung S6, ne, Tab S6 Lite oder so, hab ich gefunden. Weil ich wollte halt eins mit Stift-Support haben. Also es gibt irgendwie so ein A-Serie Samsung, das ist auch ganz gut, aber es hat halt keinen Stift-Support. Zumindest keinen aktiven Stift, sondern... Nur dieses, so. Ja, ich weiß. Ja, und die haben halt eine echt scheiße Response, so. Und du kannst halt keine Hand ballen und all sowas, aber... Ich weiß, ich hatte mal so einen. Aber ich find's allgemein ziemlich geil, wie du beim Apple, du kaufst den Tablet für 350 Euro. Und der Stift kostet 50. Ein Stift für 90 Euro neu. Ja, aber den kriegst du glaube ich woanders noch billiger teilweise. Nee, also 80 Euro oder so kriegst du den vielleicht. Ich meine zumindest, dass ich welche aus meiner Klasse den für 50 holen konnten, irgendwo durch Rabatte oder so. Okay, also aber für 80, 90 Euro. Und bei Samsung kaufst du den Tablet für 330 und es ist einfach ein Stift dabei. Das ist so dumm. Das ist halt einfach das... Warum kostet ein Gucci-Shirt, was nicht qualitativ, nicht wirklich krasser ist als irgendwas für... Keine Ahnung, als irgendwas von Jeansfritz oder so. Warum kostet das 500 Euro? Das ist halt einfach dieser Wert, den man dem Ganzen, ich sag mal, auch durch die Gesellschaft gibt. Was nicht unbedingt negativ sein muss, aber das ist halt... Ja, glaubt man weiß, was ich meine, oder? Es ist halt einfach so bescheuert, echt. Also, ja. Ich meine, ich find's auch bescheuert, deswegen würde ich mir kein Apple kaufen, weil es mir halt zu teuer ist. Ja, mir auch. Aber, ich meine, wenn die Leute sich's trotzdem kaufen, warum sollten sie mit dem Preis oder einen anderen Preis nehmen? Wenn sie anscheinend mit dem jetzigen Preis, den sie haben, sehr gut auskommen gegenüber Samsung und so. Das Problem ist halt immer, was ja so ein psychologischer Effekt ist, wenn du etwas kaufst, was augenscheinlich überteuert ist, dann glaubst du einfach, dass es luxuriöse Qualität ist. Das ist einfach so ein richtig nice Effekt. Haben viele. Obwohl es meistens ja nicht mal so ist. Die Qualität vom Apple Pencil ist halt, sie ist gut, aber sie ist nicht um Längen besser als die von Samsung Pen oder S Pen. Ja, aber einfach nur, weil du dafür 90 Euro zahlst, glaubst du, dass es einfach Luxus ist so. Das ist halt einfach so. Ja. Es ist halt gut, ne? Also ich meine, Apple ist jetzt nicht, ich mache nicht Apple alles, schlecht. Alles gut, ich verstehe, was du meinst. Ich meine, wenn ich einem etwas verkaufen kann für 100 Euro oder ich kann es ihm dabei schenken, dann würde ich es ihm auch für 100 Euro verkaufen. Das ist ja nicht blöd. Ist halt ob er es kauft, ist die andere Sache, ne? Ist halt Wirtschaft, wenn man es machen kann, dann macht man es. Klar, es gibt Grenzen, die man einhalten sollte, die halt viele nicht einhalten, was ich persönlich kacke finde. Aber, nee, ja, ich finde es nicht. Apple bewegt kaufen. Naja, also, ein paar Sachen sind schon noch. Ja, egal. Aber Apple ist doch okay. Apple ist definitiv okay, da kann man nichts Verwerfliches, finde ich, dran finden. Nö. Aber es ist halt einfach dieser Wert, den man dem Ganzen auch gibt, natürlich. Mhm. Ich meine, warum ist zum Beispiel jetzt ein Ferrari so hoch, oder warum kaufen sich Leute Ferraris, wenn was Japanisches oder Amerikanisches billiger und besser ist? Ja. Also jetzt so rein von der Performance her. Ja.
eine Viper SRT10 ACR ist, würde ich sagen, ungefähr, ich weiß gar nicht, was ist, welcher Ferrari ist gleich teuer dazu? Oh. Gibt's einen? Warte. Ich muss mal ganz kurz den Typen hier voll spammen, weil er nicht, weil er ein dummer Hurensohn ist. Und trotzdem verkackt. Viper SRT 2016er. 2016. Vom Preis her. Kost. Wie so was nirgendwo einfach steht. Ah, 115k. 115.000. Die 8,3 Liter Version. Ja. 115.000. Mhm. Was ist denn ungefähr? Weil die ACR ist das schnellste Auto auf der Nordschleife. In ihrer Größenklasse. Also ähnlich wäre jetzt ein Ferrari 360, wobei er ist ja schon ziemlich älter. Ja, du musst auch was nehmen, was, ja, der ist deutlich älter, was auch. Ja. Also so ein GTC 4 Lusso oder so wird damit nicht dagegen nicht anhalten können, logischerweise. Aber wenn du jetzt hier mal nimmst, warte mal. Nee, die definitiv nicht. Mann, ich brauch. Ferrari hat gar nichts für den Preis gefühlt. Nee, das ist halt das Ding. Ja, oder. Sag mal, ich weiß gar nicht, wie viel kostet Gallardo oder so. Müsste eigentlich auch ungefähr in der Preisklasse liegen. Oder ein Huracan. Nein, Huracan. Ja, gut, das ist halt das Problem, das sind halt Allrad, ich sag mal Beschleunigungsmonster, und die kommen auch gut um Kurven, aber haben natürlich nicht so eine Aerodynamik wie die Viper. Ja, das ist halt auch das Ding, man glaubt ja, man muss halt so Heckantrieb und wenig Gewicht haben, um gut um Kurven zu kommen, aber die modernen Reifen, die juckt das gar nicht. Also, der ja, Ding ist ja, ja auch so ein, ja klar, aber trotzdem. Divo mit 2 Tonnen so krass um den Track, weil einfach die Reifen juckt's halt nicht. Ja klar, trotzdem hast du natürlich einen Unterschied zwischen jetzt einer Viper und einem Huracan. Ja, ja. Weil du hast bei der Viper halt diese extreme Aero. Also ja, der wirklich sehr krasse Aero. Und beim Huracan hast du halt ein bisschen was. Also klar, so ja. diese Standard-Aerodynamik halt, sag ich mal. Mhm. Wir warten mal eben noch auf Emil. Kann ja schon. Aber ansonsten, ja. Das Ding ist halt aber auch, so ein Ferrari, was man ja gar nicht glaubt, aber die sind halt Build-Quality echt nicht gut. Also im Vergleich zum Porsche oder so, ist es echt ja, klar. Nicht so nice. Aber es ist halt dieser Wert, dem die gegeben. Oder auch AMG. AMG sind, also klar sind das keine unbedingt schlechten Autos, aber sie sind halt vergleichsweise, vor allem für den Preis, international betrachtet nicht mehr so krass. Nee. Also gerade AMG jetzt. Ist halt so die Sache, ne? Oh. Aber trotzdem sind sie halt verdammt beliebt und haben da oder sind dadurch auch von ihrem Preis her so stark. Ja. Kann man gut und schlecht finden, ja, ist halt so. Man, womit kann man, sag mal, C63 AMG 9. Man muss auch so ehrlich sagen, die meisten Ferraris sind aber auch handgebaut. Ja, klar. Also sowas kommt natürlich auch mit in den Preis. So, ne? Muss man überlegen. Ja, das darf man nicht einfach so. Ja, klar. Aber jetzt rein von der Performance her. Ich meine, Ferrari ist ja auch eine Marke, die sich sehr mit ihrer Performance profiliert. Deswegen meine ich ja. Die haben ja auch keine schlechte Performance. So. Joa, kommt aufs Auto. Also klar, sowas kommt immer noch dazu. So. Alt-Enter. Nice. Ah, jetzt
kann ich auch ein kleines Game zocken hier währenddessen. Siehst du, es wirkt dann immer so, als ob man die Marken schlecht machen will. Ich meine, Ferrari ist eine asoziale Marke, aber egal. Nee, aber... Oh, ja. Okay. Es wirkt immer so, als ob man die anderen dann schlecht machen will, weil die einen höheren Preis haben von der Qualität. Das ist halt nicht so. Das ist halt einfach nur so, dass man auch... Dass man ansprechen muss ab und zu. Oder sollte. Dass es das halt dadurch kommt, nicht durch die Qualität unbedingt. Muss ja nicht verurteilt sein. Boah, 717 kW in einem Capri. Boah, das ist echt krass, Alter. Also, ich hab, mein zweiter Monitor ist ja nur 60 Hertz. Und das ist, wenn man von einem 144 Hertz Monitor kommt, ja, ist das so krass, wie hart man das sieht. Weil ich habe das Game jetzt auf meinem Zweitmonitor. Was ist das denn? Alter Schwede. Okay, warte mal. Dein Stream wird jetzt degradiert. Was? Er kommt. So. Mein Game kommt jetzt wieder auf meine schönen 145 Hertz. Oh ja, das ist viel besser. Na, da sehen wir wieder. Also ja, meine Tunings sind zwar vielleicht weg wegen Forza, aber ich habe ja auch eine relativ bestimmte Art, wie ich tune. Ja klar, also herzustellen so. Außer bei einem Auto, da wäre ich vielleicht ziemlich traurig, wenn das weggeht, weil ich hätte, glaube ich, für den Ford Escort Hoonigan Escort RS 1800, glaube ich, oder so, keine Ahnung, hatte ich ein Tuning. Und da habe ich halt mein normales Tuning drauf gemacht und es hat absolut nicht funktioniert. Und dann musste ich so ein stranges Tuning da drauf schmeißen. Und ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ich weiß nur, dass es komplett weird war. Also. Nimmst Magnet rein. Reise insgesamt 5000 Meter. Sieht wie ein guter Einlauf. Ich liebe dieses Spiel, die einfach richtig entspannt sind. Ich habe halt auch irgendwie, was man noch ganz kurz sagen kann, das Gefühl, dass solche Marken wie, also klar gilt das nicht für alle und so, aber dass so, ich sag mal, die teuren Marken, also jetzt bei Autos vor allem, die halt, also nicht so die ganz teuren wie Bugatti oder Königsegg oder so, aber so diese mittelteuren, die im Hype sind, Ferrari, AMG, vielleicht jetzt AMG nicht direkt, in dem Beispiel, auf das Beispiel gezogen, aber sowas wie Ferrari oder auch teilweise Lamborghini oder sowas, dass die sich auch teilweise ein bisschen was darauf einbindeln. Also vor allem Ferrari natürlich. Ich meine, wenn du als Marke hergehst, jemandem ein Auto schenkst, der dann was mit dem Auto macht und du dann sagst, ja bitte nimm das Badge ab, weil wir wollen nicht, dass so ein Badge auf diesem Auto ist, Deadmau5. So, ja. Oder halt sowas wie sie... Ich meine, Ferrari wollte Bugatti aufkaufen, als sie ein bisschen am Struggeln waren mit dem EB110. Einfach nur, um weniger Konkurrenz zu haben, obwohl die in einer komplett anderen Liga spielen. Ja, ja. Die wollen anscheinend einfach in ein Luxussegment kommen, so. Das kann man ja, das auch sein. Das ist, finde ich dann, das hinterlässt nicht ein gutes Image. Nee. Also das ist, ja, nee, das kommt nicht gut, finde ich. Und sonst... Ja. Ist schon. Kannst nicht beitreten. Achso, da, steht da, darfst, kann dir nicht die Erlaubnis geben oder was steht da? Je nachdem kommst du in die Kolonne und ich suche nach einer neuen Sitzung. Ich finde es immer lustig, wie, zum Beispiel bei diesem Fehler, ne? Das ist halt so eine Sache, dieses Feature gibt es ja nicht mal, soweit ich weiß. Wie kann man denn eine Fehlermeldung geben, die nicht existieren sollte? Das war absolut kein Sinn. Das ist Xbox. So.
Sie können dieses Level nicht aktivieren, aber es gibt dieses Level nicht, so, ja? Komm mal in die Kolonne, ich suche nach einer neuen Sitzung. Das sollte es fixen. So, 9 Sterne in Blitzerzone. Ey, will ich dieses Spiel, was gerade spiele ich einfach streamen. Ich glaube, jeder, der das anguckt, wird einfach schlafen. Einschlafen. So, spannendes. Was spielst du denn? Altos Collection. Oder die Alto Serie. Keine Ahnung, ob irgendjemand schon mal davon gehört hat. Ich tatsächlich noch nicht. Ne? Das war, das ist halt kostenlos auf dem Handy. Das ist kostenlos. Ich weiß ja, ob es kostenlos auf dem Handy ist, aber mir war gab es mal. Auf dem Handy. Und das gibt es ja auf dem PC. Und im Epic Store nur. Und da war es halt. Okay, ich wollte es mir definitiv kostenlos. Schon mal nicht. Aber ich weiß nicht, ob woanders noch gibt. Warte, bist aber du schon in der Kolonne? Achso, okay, bist du schon. So. Das ist halt einfach so ein Game, wo du halt in zwei Landschaften bist. Einmal so im Schnee und einmal so im Sandgebiet. Und du spielst so einen Charakter, der mit so einem Snowboard, der so lang boardet. Und halt die Musik und die Effekte sind halt übelst relaxend gemacht. Aber es bockt. Wo ist denn eine gute Blitzerzone? Blitzerzone. Blitzerzone. Da. Das Game hat mich einfach umgebracht. GG. Schon eine Mail bekommen? Nee. Schade. Oh. Okay, dann los. Das eine heißt Altos Adventure, das andere heißt Altos Odyssey. Ich meine, die wahrscheinlich ist das aus der Phase, wo jedes Spiel Odyssey hieß. Super Mario Odyssey, Assassin's Creed Odyssey. Wie heißt dein Spiel? Wie heißt das? Altos Odyssey. Altos Odyssey, was kommt als nächstes? Forza Odyssey, Need for Speed Odyssey. Ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen älter. Project Odyssey. Nächster Teil von Project Cars einfach. Geleakt. Ja, er macht halt eine Odyssey. So. Der Alto. Und die Musik ist jetzt so echt geil. Ah, ja, mein, das Gameplay ist auch nice. Ich kann halt so Backflips machen. Und sterben. Das klingt immer nach einer guten Fähigkeit. Ja. Springer von 2 Tempelstufen. Ja, und Altos Odyssey ist halt besser, weil du so von Level zu Level gehst, ein bisschen. Deswegen auch nur Odyssey. Warum habe ich hier ein Rennfahrwerk reingebaut? Wieso nicht? Weil ich damit voll Offroad war, so, und das war extrem unlucky gerade. Wieso musst du in der Blitzerzone Offroad fahren? Nein. Ich muss komplett Offroad fahren für die Fähigkeiten. Ach so. Effizient. Ich habe aber ich habe immerhin Winterreifen drauf. Ich nehme diese Blitzerzone
schneller wärst, wenn du Offroad cuttest, weißt du? Also wo deine die Speed sich irgendwie, also komplett hochgeht. Welche Blitzerzone? Du bist an der Stelle weggeleckt. Welche Blitzerzone? Eine, die ich kenne, es gibt mehrere, ist irgendwo in den Alpen da, oben links. In den Alpen. In den Highlands, Louis. Brücke. Die Alpen in Großbritannien, wer kennt sie nicht, oder? Ja, ja. In den Highlands gibt's eine. Wenn du da cuttest, da geht deine Speed von, keine Ahnung, 200 km/h. Ja, ich weiß. Vorsatron ist echt chillig. Oh. Ich bin auf den Kopf gefallen. Das weiß ich. Ich bin immer noch nicht für Tempelstufen geschoben. Warte mal. Das ist, du hast ja kein... Nee. Du hast doch kein Deutsch-LK, oder? Nein! Okay. Warte mal, eigentlich müsste das ja dann NRW weit auch so sein. Hast du dann in der Q1 Nathan der Weise gelesen? Ja. Ach, muss das auch lesen. Das richtige Kackbuch. Das war das einzige Buch, was ich in den letzten 2 Jahren in Deutsch gelesen habe. Und es wird auch das letzte bleiben. Wir müssen so ein. Wir mussten gestern oder vorgestern so ein. Nee, vorgestern war das. Einen Test schreiben. Über das Buch. Und wir sollten halt schon fertig sein mit dem Buch, aber naja. Ja, ich war nicht fertig mit dem Buch. Ich halt, dann hat sie so gesagt, ja, wenn ihr eine 3 habt, dann weiß ich, dass ihr es noch verstanden habt. Und ich hatte aber eine 4-. GG. Und ich habe alles geraten, also immerhin war es echt gut für das, was ich da bekommen habe. Nein, ich sterbe. Oh, wir machen jetzt so Gedichtsanalysen und so, ich kann kotzen. Das Ding ist, es gibt so 2 Arten von Menschen. Es gibt die, die mit Gedichten ganz gar nichts anfangen können. Und dann gibt's halt die Streber, so. Und Alter, also unser Physiklehrer meint so, wenn du einfach nichts kannst, dann nimmst du Deutsch und Geschichte LK oder so. Absoluter Bullshit. Wenn du nichts kannst, dann nimmst du Geschichts- und nicht oder Deutsch Englisch LK. Englisch ist auch noch vor dein. Englisch ist auch schwer. Oder Bio oder so. Bio LK, super easy. Ja, ja. Bio und Geschichte. Ja, so ungefähr. Auf jeden Fall, wir sollen da irgendwelche Sachen an, oder Leute interpretieren da Sachen rein, ich sitz da, Bruder, was ist los? Was? Ja, kenn ich. So, ja, an dem Verhalten kann man jetzt sehen, dass der so und so ist. Ich nee, an den, also, das ist schon so ein Deutsch, was ich nicht verstehe. Ich bin an sich kein schlechter Schüler oder so, würde ich jetzt mal sagen. Aber Deutsch ist, also zum einen, Deutsch ist so ein Fach, wo ich so oder so schon so ein bisschen Struggle hab. Und dann dieses Gedicht, ich verstehe diese Sprache nicht und ich kann in sowas nicht reininterpretieren. Weil... Auch bei diesem Nathan irgendwie. Nathan ging noch irgendwie. Aber diese Sprache ist halt so selten. Die Sprache ist, an die gewöhnst du dich aber eigentlich. Ja, da hatten wir deutlich schlimmere Sachen in der Q1 zum Lesen, die du gar nicht verstanden hast. Und Nathan ging dann tatsächlich noch. Habe ich mir auch erst gedacht, das versteht man nicht. Dann kam das nächste Buch und da war echt ein Game. Fuck. So, ja, daran kann man sehen, dass der so und so ist. Und ich so, nee. Kann ja meinen Stuff von Narco einschicken. Jo, einfach cheat. Das mache ich, also mein bester Kumpel ist 2 Klassen unter mir, der ist jetzt in der 11. Und, der hat immer bekommt immer meine als Lateinzeug meine alten Klausuren. Und ich weiß gerade nicht, bei welchem Lehrer er hat, wenn er beim... Auf jeden Fall, ich hatte in der 9. Klasse Latein-Nachhilfe, weil Latein war halt echt Struggle. Weil Sprachen... Ich hab Französisch gewählt. Latein ist einfacher, deswegen habe ich es ja, weil ich mit Sprachen... Nee, nicht für mich. Ich, ja, für dich nicht, aber... an sich ist Latein die einfachere Sprache und da ich sprachlich halt nicht so gut bin, habe ich halt Latein gehabt. Und dann hatte ich in der 9. Klasse Nachhilfe... Und die, mit der bin ich immer dann die alten Klausuren durchgegangen, die sie hatte. Und sie hatte denselben Lehrer. Und die nice. Klausuren waren beide Male gleich. Das war ganz nice. Ich gebe auch so Nachhilfe für so 6-Klässler.
Französisch? Nee, also das ist so ein bisschen was anderes wegen Corona. Man muss sie so ein bisschen motivieren, den so ein bisschen. Und das ist so eine Stunde pro Woche auch nur. Und da habe ich sowieso Langtag und es ist immer dann eine Mittagspause. Und dann, ich werde einfach 16 Euro die Stunde bezahlen, das ist einfach insane. Ja. Nice. Könnte ich. Muss mir halt nur so ein bisschen helfen. Vom 6. Klasse ist halt noch. Ja, klar. Aber das irgendwie meistens das ist, was du am schwersten wieder verstehst, weil. Ja, das stimmt. Das vergisst du so nach 2 Tagen wieder. Ja. Und dann hast du gar keinen Plan mehr. Am schlimmsten ist eigentlich, was. Also wir haben heute eine Mathe-Klausur geschrieben, war super easy, also irgendwie super easy. Und das schwerste Zeug in Mathe ist eigentlich so 8., 9., 10. Ja. Also wirklich das Allerschwerste, weil da hast du die ganzen Funktionssachen. Ja. Und das Problem ist, das ist ja das Jahr, wo ein Jahr gekürzt wird durch G8. Mhm. Oder wo du durch G8 halt ein Jahr weniger quasi hast. Und dass du da das schwerste Zeug machst, ist halt schon echt dumm. Das ist. Und deswegen wählen auch viele ja Mathe nicht irgendwie. Oder hassen Mathe so oder kommen da nicht weiter. Weil das die wichtige Phase ist und da ein Jahr fehlt. Das ja. Aber Funktion ist auch behindert. Ah, ich bin einfach overcooked. Nice. Ich muss eigentlich pissen, aber egal. Schon so seit 20 Minuten gefühlt. Wow. Gleich wenn. Nee, Overcooked, einfach bestes Game. Stimmt, Connor. Kann man nicht falsch. Aber es ist aber sehr hektisch. Wo ich einen Vorteil in Deutschland bei meiner Lehrerin, wir haben eine super coole Lehrerin, das war unsere Stufenleiterin. Mhm. Die ist richtig cool drauf und so. Und macht dann manchmal so Sachen oder ich sag mal moderne Sachen und verbindet die mit unserem Unterricht. Also wir haben zum Beispiel momentan halt so Gedichte und dann halt dementsprechend Goethe. Mhm. Und der erzählt ja irgendwie von seiner Italienreise und es geht um Wandern und so, keine Ahnung. Ja. Bin noch nicht gewandert, kenne ihn nicht. Und dann hat sie uns halt so Broschüren, also so Bilder von Broschüren, über einen Beamer angemacht von irgendwelchen Bildungsreisen. Da sind wir Sachen, da kann ich halt super viel sagen, weil das ist was, das kann ich. Und da ist. Ja. Da ist easy. Das kann ich, da kann ich was sagen. Nee, da. Weil so Schlüsse ziehen und so und distanziert über sowas nachdenken, das kann ich. Und das ging halt. Also generell, wenn sowas, ich sag mal, offener ist und nicht so, ich sag mal, richtig oder falsch hat. Ich meine, hat das Interpretieren generell nicht, aber dann war halt so, ob wir finden, dass es Bildungsreisen sind, weil im Endeffekt, inwiefern du dich weiterbildest bei so einer Bildungsreise, sagen wir mal so. Und im Endeffekt hast du ja kein richtig oder falsch da und da kann ich dann richtig gut, da habe ich dann auch meistens das, ich sag, dieses Schluss, hier, Erkenntnis, Dings, ach, wie heißt denn das? Schlussfolgerung. Schlussfolgerung, ja. Das kann ich gut. So. Bei solchen Themen bin ich gut. Ich will mal ganz kurz pissen, warte. Nein. So. Schneidet man hier die Ich erzähl aber was mit meinem Gameplay, ne? Das stört euch doch bestimmt nicht. Ich schneide eine Zwiebel, dann packe ich die in ein. Dann schneide ich die nächste Zwiebel, muss dann den Topf einmal abstellen. Ich schneide mit einem anderen Charakter die andere Zwiebel zu Ende. Hol mir dann eine neue Zwiebel schon mal. Der andere schneidet noch weiter. Bein packt wieder auf den Ofen oder auf eine Herdplatte. Dann schneide ich die andere Charaktere weg. Oh, meine Suppe kocht über. Nein! Nein! Hey!
Okay. Komm mal zu Pintella. So, da bin ich wieder. Da ist er. Puh. Ich hab den Leuten gerade von meinem Epic Gameplay erzählt. Nice. Nein. Ich bin echt am Verkacken. Ich gedacht, man könnte alleine spielen. Das ist echt schwer alleine. Komm, schneid. Ach Junge, was machst du? Schneid. Schneid, als ging es um dein Leben. Aber lass es nicht überkochen. Mhm. Schneid, nein. Junge. Lauf, Junge. Bring einen Teller. Nein. Okay, habe ich überhaupt einen Stern bekommen? Och, ich weiß es nicht. Ja, ein Stern. Alter, das ist schwer. Warum macht der den Sprung? Warum ist er dumm? Ah, oh, die Mucke, die ballert. Nein. Och, komm schon. Will er mich verarschen? RIP. Naja, ist ja egal eigentlich. Wir bekommen einen Sieger. Bei uns ist ja auch so jetzt wegen Abiball und so Plan. Also, was ist Plan? Aber wegen Geld einnehmen und so. Und ja, sagen wir so, das funktioniert super. Also, jeder findet, dass das Abi-Motto-Komitee Schrott ist. Dass keiner hat Bock, irgendwas dafür für den Abiball auszugeben. Jeder will nur haben, aber nichts ausgeben gefühlt. Ja. Boah, ist schon Stones. Ich bin einfach nur froh, dass ich da eh nicht hin will. Bin da komplett raus. Und jetzt ist so wegen Kuchenverkauf und so, ne? Nee, mach ich nicht. Geh eh nicht hin.
gute Einstellung. Ja, nehme ich einen guten Grund, warum ich es machen sollte. Kommt ja, selber also gefühlt nichts hin, so. Also nicht das Komitee, was für Einnahmen zuständig ist, aber so der Rest der Stufe. Aber will dahin, warum soll ich dann für die Zeug machen? Ja, soll ich nicht ran, du? Ja, Klaus? Wieso ist eigentlich der Name jetzt so ein Dino mit irgendwelchen weirden Zahlen drauf? Weil ich mich nicht verstanden umbenannt hatte. Mhm. Auf Xbox so. Und, ja, dann stand da, ich bekomme halt einfach Lino so. Mit diesem Kürzel halt. 27. Was habe ich? 2702? Nee. 2704. Mhm. Und in alten Spielen würde dann diese Hashtag-Nummer zu meinem Namen hinzugefügt werden. Ich hätte aber nicht gedacht, dass Horizon 4 bei denen als altes Spiel zählt. Aber das hat wohl irgendwie dieses neue Namenssystem nicht, sondern das haben erst Spiele, die seit diesem Sommer erschienen sind oder so. Okay. Und deswegen finde ich auch, ich finde es halt bescheuert, dass ich meinen Namen nicht wieder ändern kann, außer die machen ausnahmsweise mal wieder gratis. Aber ich finde, ja, ich komme damit klar, sagen wir es mal so. Klar fand ich den Namen davor ein bisschen besser. Aber, ja gut, geht noch. Das ist halt auch echt scheiße beschrieben, bei, wenn du dich umbenennst. Okay. Und das ist halt dann umso blöder, wenn du bedenkst, dass du 10 Euro für eine Namensänderung ausgibst. Ach, hast du es ausgegeben? Nein. So. Also seitdem die das Namenssystem geändert hat, hatte jeder eine gratis. Also du könntest dich gratis einmal umbenennen, wenn du das noch nicht gemacht hast. Ah ja. Und das habe ich ja gemacht, aber wenn ich es jetzt wieder zurückändern wollte oder zu was anderem ändern wollte, müsste ich 10 Euro ausgeben, anstatt dass man... Also der Grund ist, dass man nicht andauernd seinen Namen ändert und man halt in der Freundesliste erkennbar ist. Verstehe ich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, aber an sich, die Begründung finde ich ja vernünftig. Bei Steam weißt du jede Woche nicht mehr, wer in deiner Freundesliste ist. So. Auch wahr. Das kann ich verstehen, dass man das als Argument nimmt. Aber dann machst du halt einfach, dass man jeden Monat oder jede 2 Monate schon seinen Namen ändern kann. Ja, ja. Und gerade Microsoft braucht doch nicht das Geld durch Namensänderung. Nee, das haben die bestimmt einfach nur blöd in deren Server zu machen. Nein. Ja, gut, Otti. Ja. So ungefähr. Aber es gehen tatsächlich ziemlich viele nicht zum Abi. Also gefühlt, oder was gefühlt, fast keiner meiner Freunde geht zum Abi-Ball, von daher. Ich weiß mal, als wir eine alte Klasse Kuchen verkaufen wollen. Das Ding ist, ich hasse, oder was, ich gehe nicht gerne auf solche Großveranstaltungen, weil bin ich halt einfach nicht der Typ für. Ich fühle mich da halt einfach nicht wohl, wenn dann noch keiner meiner Freunde... Ja gut, eine sehr gute Freundin von mir geht hin. Meinetwegen, okay. Aber sonst geht halt keiner meiner Freunde irgendwie dahin. Warum sollte ich dann hin? Wenn ich da so oder so keinen Bock drauf habe. Also, ja. Gut, wir machen uns noch keine Sorgen über Abi, wobei sollten wir. Ja. So langsam sollte das anfangen zu planen. In der Q1 fängt man an. Haben wir überhaupt ein Komitee? Ja, das wählt ihr dann wahrscheinlich. Ich will mal ganz kurz erwähnen, wie krass der Flügel eigentlich hier bei dem Mini Cooper sein muss. Ich meine, da ist halt einfach nur die Abdeckung von dem Dach drauf über so, ne? Bringt trotzdem voll viel, bestimmt. No front an den Mini natürlich. No front, aber das Heck ist schon scheiße. Nein. Also scheiße Design. Nein, mein Fisch verbrennt. Irgendwie bereue ich einen meiner Capri FEs verkauft zu haben, weil ich keinen Garagenplatz mehr hatte. Ich hätte ihn gerne zurück. Ich mach mal meinen Vorsatron fertig eben. Und dann machen wir die restlichen 2 Meisterschaften. Haben wir Lyra gearbeitet? Nö.
War Lyra nicht diese eine Währung von Facebook? Nö. What? Ach nee, die ist Libra, ne? Lyra, ja. Wieso ist da eine auf Drogenmaus? Alter, B700 Offroad Buggies. Ich freue mich. Ich liebe die Klasse. Ich könnte mich jetzt einfach umbringen. Oh, Sommer, Winter 80%. Easy. So weit war ich tatsächlich noch nie in der Kampagne. Habe ich mir nicht letzte Woche erst einen McLaren 12C gekauft und jetzt bekommen wir den. Okay. Habe ich jetzt drei McLaren 12C? Ja. Natürlich. Nice. Deswegen ist durch den neuen Garagenplatz kann man auch mal vernünftig wieder Autos handeln, so eigentlich. Weil, ja, stimmt. Ich glaube, ich habe das falsche Auto genommen. Egal. Aber nee, scheint das richtig zu sein. Weil ja auch endlich mal wieder Leute kaufen können, die das Spiel schon spielen, so. Und nicht mehr nur die neuer sind, die Autos einfach haben wollen oder nie spielen und die Autos haben wollen. Ist ja eigentlich auch lustig, wenn man drüber nachdenkt, ne? In anderen Spielen beschweren sich Leute darüber, dass das Spiel einfach keinen Content oder keinen Grund mehr liefert zu spielen. Und man die neuen Sachen einfach nur, ich sag mal, geschenkt bekommt. Gibt's ja auch durchaus. Oder dass man die halt kaufen muss. Need for Speed. Und in Horizon 4 bekommst du die Sachen umsonst, aber musst dafür halt ein paar Rennen fahren. Und darüber beschweren sich Leute, weil man muss ja was machen. Ergibt Sinn, oder? Ja. Na, die wenigsten Videospiel-Communities sind ernst zu nehmen. Eigentlich sind die größten Teile der Communities einfach nur ein Witz. Bei allen Spielen. Hm. Ah, ich hab das halt. Egal. Passt. Aber du kannst, was ich halt übersehen hatte, nochmal wegen dem Namen, was mir gerade einfällt, du kannst auch für alte Spiele angeben, dass du da zum Beispiel einen anderen Namen haben willst. Das habe ich aber nicht gecheckt in dem Moment. Weil das halt so, wie ich zumindest finde, scheiße gemacht ist. Okay. Nein. Oh, ich dreh. Nein, ich spiele rein. Nein, geh weg, geh weg. Ach, danke. Ah, da habe ich nicht die OP Racing lang genommen, glaube ich. Hm. Oder die Stone Officer Line, besser gesagt. Ja, die habe ich gehört, ist nice. Die ist sollte man auf jeden Fall nice nehmen. Ja. Die spart einem 5 Lichtjahre. Mhm. Na gut, das ist keine Zeiteinheit, aber egal. Doch, doch. Ja, klar. Steckt ja Jahre drin. Ja, ja. Was ist denn ein Lichtjahr? Das Jahr, das Licht in einem... Nee, warte. Das Jahr, das der Weg in einem Licht zurücklegt. Keine Ahnung, ich will Bullshit labern. So. Ich frage mich gar nicht, ob ich das Game mal streamen sollte. Weil das bockt echt zu spielen. Will das hier irgendjemand sehen? Artie, Emil?
ein Overcooked 2 Let's Play oder Stream. ein Overcooked 1, sorry. 2 habe ich nicht mehr. Eigentlich ist Stream mehr die Definition von einem Let's Play, oder? Weil, ja. Also Let's Play ist ja Let Us Play. Nicht. Ja, eigentlich schon. Und dann, und im Stream, also klar kommt es dann drauf an, aber im Stream spielst du ja eher zusammen als in einem Let's Play. Oder? Eigentlich schon, ja. So, die Frage, ich bin irgendwo mitten in der Kampagne, ob das jetzt Sinn macht. Hä, stream doch mal, wenn du Bock drauf hast, streamst du doch einfach. Das ist so, also das zumindest kann ich euch nur mit ihm aus meiner Sicht, egal ob man jetzt im Spiel schon angefangen hat oder nicht, wenn man Bock hat zu streamen, dann streamt man es halt so. Und wenn nicht, dann nicht. Let's go, stream. Also, das ist halt so meine Einstellung dazu. Ich weiß, das sehen vielleicht einige anders. Aber ich bin mittlerweile bei einem Punkt, wo ich eigentlich nur noch das mache auf YouTube oder streame, worauf ich halt auch Bock habe, wenn ich Lust habe, so. Deswegen sage ich auch öfters, oder sage ich mal, ich möchte das und das streamen, aber dann mache ich es nicht, weil ich halt in den Momenten entweder keine Zeit habe oder keine Lust habe. Und das ist halt so immer. Deswegen kann ich auch nie was versprechen, weil ich nicht weiß, wie ich Lust haben werde, weil das kannst du ja selber nicht beeinflussen. Das stimmt. Und das ist, also ich glaube, es ist auch zum Zuschauen deutlich cooler, wenn man merkt, dass der Streamer auch Bock darauf hat. So, als wenn man dann so da sitzt und nicht wirklich Bock auf irgendwas hat. Auf der anderen Seite ist es dann auch blöd, wenn keiner zuguckt als Streamer, weil dann ist es halt echt... Das hatte ich gestern beim Racing-Stream, lol. ja, ich hatte keine Zeit. Ja, dachte ich mir irgendwie schon. Ja, aber dass man sich... Dann ist man irgendwie so lost. Weil... Jetzt kann ich auf Antworten im Chat antworten oder halt jetzt mit dir reden in dem Fall. Beziehungsweise beides. Sorry, Emil. Aber das... Wenn keiner im Chat ist, kannst du das nicht. Und dann erzählst du irgendwas und dann weißt du nicht mehr weiter irgendwann, weil du hast nichts zum Erzählen. Und wenn du streamst und nichts erzählen kannst, ist ja auch langweilig irgendwie. Vom zum Nachgucken. Ich meine, ja, du kannst das Gameplay ab und zu mal kommentieren, aber... Da fühlst du dich auch nicht so motiviert zu, wenn halt keiner zuguckt. Warum solltest du dann kommentieren? Das stimmt. Das ist halt so die Sache beim Stream. Also es ist durchaus... Also klar, es ist jetzt nichts Anstrengendes, wenn es... Ja gut, Sport ist in dem Sinne auch anstrengend. Leute machen es gerne, aber... es ist... Klar macht es viel Spaß und so, aber es ist halt auch tatsächlich... Ich glaube, streamen kann nicht jeder. Also vernünftig streamen. Weil du musst halt reden können. Und die erfolgreichsten Streamer sind halt im Regelfall die, die auch gut ohne große Einflüsse über irgendwas labern können. Oder aus eigenem. Könnte ich, glaube ich, nicht so gut. Oder kann ich nicht so gut eigentlich. Aber, ja... Ich müsste mal so einen Channel aufmachen mit YouTube-Weisheiten, so viel wie ich in den Streams raushaue, Alter. Da kann man was lernen. Warte mal. Ich meine, das ist ja auch zum Beispiel der Grund, warum Monte-Reactions oder Unge-Reactions so erfolgreich sind, weil die halt sehr viel auch zu dem... aus eigener Erfahrung zum einen sagen können und auch wissen, was sie sagen und dass sie was sagen. In dem Sinne, also klingt jetzt ultra komisch, aber vielleicht weiß man, was ich meine. Ja, ja. Sie aber nicht dumme Scheiße, sondern beziehen sich halt auch darauf. Hier, ich hab den Livestream jetzt gestartet. Ich hab aber, ist auch nicht gelistet, also ich hab nur den... Ich muss die Musik mal pausieren, Leute. Weil. Sonst wird das Stream gesperrt, weil ich die falsche Playlist angemacht habe. Ich meine, da ändert ist nicht viel Unterschied zwischen meiner Stream-Playlist und meiner Punk-Playlist, aber. Ja, gut. Ich glaube, Avril Lavigne sperrt in einigen Rennen. Also nicht Avril Lavigne, sondern What the Hell von Avril Lavigne. Alle meine Streams sind in Dänemark gesperrt. Gefühlt. Weil irgendwas. Aber das juckt auch nicht.
Nee, ich glaube, du hast nicht so viele dänische Zuschauer. Selbst wenn mit NordVPN. ja. Lino React bin ich einfach. Der Link geht nicht mal. Oh. Warte mal, welchen Link muss ich denn da schicken? Oh, ich weiß es gar nicht. Du musst auf deinen Kanal gehen oder auf den Stream selber. Der Share-Link, den YouTube dir anzeigt, ist Bullshit. Ach so. Warte mal, wie kann ich auch mal auf den Stream gehen? Einfach entweder auf deinen Kanal oder auf Discord oder so. Nein, nee, das ist, glaube ich, in keinem Channel angezeigt. Nee. Kann ich bei mir eigentlich mal reinballern. Na gut, dass ich gerade nicht auf meinen Kanal komme. Du gehst auf YouTube, gibst oben Stone Performance ein. Oder gehst bei mir... Ja, aber der ist ja nicht gelistet. Der Stream? Ja, ja. Der wird dir auf deinem Kanal selber aber trotzdem angezeigt. Ja, ja. Aber darauf muss ich erstmal gerade kommen. Okay, jetzt haben wir's. Jetzt ja, haben wir's. Das ist umständlich, da muss man hier einen Schutz nehmen. So, da ist er. Option. Link zum Teilen abrufen. Jetzt haben wir ihn. Steuerung V. Da ist er. Das sollte jetzt der rechte Link sein. Das ist geil, Mann. Geworden. So, warte mal. Ich muss mich einmal ausmachen. Gibt es eigentlich irgendeinen, ich sag mal, noch halbwegs vernünftigen YouTube-Kanal, also der nicht nur so 5 Sekunden Videos hochlädt, der ein schlechteres Views zu Sub-Verhältnis hat als ich? Keine Ahnung. View zu Sub, Videos zu Sub. So. Ach so, oh, keine Ahnung. Ich glaube irgendwie nicht. Ah, nicht aus, also der Link soll eigentlich nicht mehr falsch sein, jetzt, du bist doch drin, hä? Wieso? Ich hasse diesen Fenstermodus, also diesen Zwei-Fenster-Modus von Windows, der funktioniert. Ich habe den Streamer-Modus by the way immer noch nicht reingemacht. Moin. Ich bin ein professioneller Streamer. Ein Fehler ist aufgetreten. Warum? Oder? Open Link in den YouTube. Nee. Warum will er das im Studio eröffnen, Alter? Warte mal, ich gehe jetzt über meine Startseite auf meinen eigenen Stream. Ich kann ihn auch öffentlich machen, vielleicht findet ihr den dann. Und dann gehe ich auf mein Fenster und jetzt bin ich drin. Jetzt bist du im Stream, ah ja, jetzt habe ich mehr Zuschauer. Da, heftiger Stream. Oder, erstmal Dislike. Oh, was ist das? What the fuck? Hä? Ich muss den Stream aber pausieren, sonst nimmt bei mir die Framerate komplett ab. Achso, ja, kein Problem. Euer treu Zuschauer. Nur ich weiß nicht, was ich tun soll. Das war gut. Ist das Absicht, dass man im Stream von Stone Officer in nicht hört? Hm? Ich glaube, man hört dich in deinem Stream. Was hört man nicht? Man hört dich, glaube ich, in deinem Stream nicht, so wie Arti das. Wenn ich Arti richtig verstehe. Man hört mich nicht? Oh, meine Framerate geht gerade wild, Alter. In OBS. Man hört euch beide. Ja, das ist doch nicht schlimm, oder? Also, du kannst ja trotzdem in dem Stream hören. aber ist ja nicht schlimm. Also ich weiß nicht wieso, aber ist ja nicht schlimm. Hallo? Ach nee, das ist noch gar nicht fertig. Ich sollte keine anderen Streams öffnen, das scheint mir OBS komplett zu zerschießen. Also zumindest bei mir in OBS habe ich... Geht, ja, dann gehe ich auch offline. Nur links. Ja, wobei jetzt wieder stabile 60. Ich finde das auch gut, dass YouTube seit einer gewissen Zeit, wenn jemand den Channel-Namen eingibt, das so bunt, so orange komplett hervorhebt. Ist das bei euch auch so, oder ist das nur bei mir im Studio?
Ach. Ach nee, das ist immer beim eigenen. Ich bin ein bisschen am struggeln. Weil ich nicht weiß, was ich hier tue. So wie allgemein in diesem Game nicht. Bei meinem Leben vielleicht auch. Das ist das seltsamste Level, was ich hier gespielt habe, was einfach war nie dunkel. Auch Angst im Dunkeln. Mama, ich hab Angst im Dunkeln. Dann kommt der Papa dich holen. Alter, dieses Level! Versteh nicht! Dive-Bomb! Sehr gut. Nicer Move. Es war gerade einfach Dash zur Seite von dem. Ah, meine Suppe brennt an. Okay, alles gut. Ich habe alles gesaved. Soup, bro. Alles unter Kontrolle. Wieso ist es dunkel? Einmal nett zu mir sein. Uff, Alter, Emil. Von der KI einfach komplett umgebracht. Also sorry, wenn es gerade komplett laggt. Woran liegt's? Ich weiß es nicht. OBS. Also bei mir in OBS laggt komplett, aber eigentlich ist die Framerate noch über 30 oder über 50 besser gesagt. Das heißt, es sollte noch flüssig aussehen zumindest. Okay, wenn ich jetzt überhaupt einen Stern habe, dann bin ich über. Ich habe einen Stern. Wenn das nicht so lange Nebel dunkel ist, dann beende ich jetzt. Zum Glück lebst du nicht in 1940. Wieso? Du hast einen Stern. Wow. Wir hatten heute in Mathe die Aufgabe. Wir haben momentan Gradengleichungen und so weiter. Das ist eigentlich ziemlich easy. Was für eine Gleichung? Gradengleichung, Vektorrechnung und so weiter, im dreidimensionalen. Und dann sollte man ausrechnen, ob ein Flugzeug, oder hatten wir so mit Flugzeugen und so, und eine Teilaufgabe war, ein Flugzeug fliegt den und den Kurs, berechne, ob es den Kirchturm trifft oder ob es seinen Kurs wechseln muss. Raus kam, ja, er trifft das, oder das Flugzeug trifft halt diese Kirche. Und ich dachte erst, oder, was ich wollte, aber ich habe erst überlegt, ob ich einfach funny, also ganz funny bin natürlich. Ja, auch also nicht funny. Wirklich, und reinschreibe, wer das Flugzeug vielleicht am Steuern ist. Ja, ich meine, morgen ist eh 9-11, also. Ja, ne? Auf ganz funny angelegt. Ja, und dann habe ich geschrieben, ja, also. Wenn möglich, sollte das Flugzeug vielleicht den Kurs ändern. Wenn möglich. Ich dachte so an, wenn möglich, bitte wenn, in Forza Horizon 4. Boom, gewendet. Wenn möglich, bitte wenn. Ja. Nee, hab dann anstatt reinzuschreiben, Terroristen am Werk, hab ich dann geschrieben. Ja, wenn möglich, wäre es besser, wenn das Flugzeug den Kurs wechseln würde. Ansonsten endet der Flug vielleicht etwas unvorteilhaft. Dieses Level. Und dann habe ich noch ein Thinking Emoji dahinter gemalt. Wow. Und dann, wir hatten, ja, wie habe ich ja schon gesagt, sau viel Zeit noch danach, weil die Klausur halt so schnell ging. Und dann habe ich noch aus Langeweile Aufgabe auf dem Blatt. Also unter dieser zweiten Aufgabe mit den Flugzeugen und so habe ich dann noch so ein dreidimensionales Koordinatensystem hingemalt, dann so von den Positionen ungefähr passend die Kirche hingezeichnet
und den Gipfel, der aus einer anderen Aufgabe war, und dann noch den die Landebahn. Ich habe nur keine Flugzeuge reingezeichnet, weil ich das nicht kann. Also aus dem Winkel kann ich keine Flugzeuge zeichnen. Hast du auch runtergeschrieben. Ich wollte eigentlich ein Flugzeug zeichnen, aber ich... Wenn möglich, bitte wenden. Dieses Level ist so unfassbar schwer. Also es hat schon echt... Aber das ist... Das trifft neue Höhen. Das Ding ist, ich dachte erst so, als ich die Aufgabe gelesen habe. Also klar, es sind Matheaufgaben, so, die brauchen einfach. Ich meine, 50 Melonen in einer Aufgabe so kaufen, ja, ist auch drin, von daher. Ich gut geflogen. Ah. Wow. Das kennt man bei der letzten Aufgabe sollte man, oder bei D sollte man ausrechnen, ob die, das waren zwei Flugzeuge, ob die sich treffen, kam Nein raus, und dann in der nächsten Aufgabe, wenn eins der Flugzeuge einen Kilometer niedriger fliegen würden, würden die Linien sich schneiden. Ob die sich dann treffen würden, tun sie nicht, weil sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten da kommen. Aber da hätten wir dann gut geflogen hinschreiben können. Nice flying. Ja, das stimmt. And he's flying off the track. And he's sending it into the church. Ja, Mann, oh ja. Das wäre nice gewesen. Schade, dass es mir nicht eingefallen ist. Hier, Lino, wenn du sehen willst, was altes Ort. Guck, ich spiel's gerade. Ich kann gerade schlecht ins Stream gucken. Achso, ja, ich guck nur den Chat an vom Stream, weil mir passt das Fenster nicht rein. Ja, generell mache ich lieber keinen Stream an, wenn ich streame, weil OBS anscheinend das nicht so mag. Guckst du über Stream Replay an? Man weißt du einfach, wie das aussieht. Ja. Nimmst du den? Ja, wenn in so einer Klausur irgendwelche Bullshit-Antworten dazu schreiben, wenn man es schon richtig hat, ist schon nice. Gut. Aber die Mathe-Klausuren sind voll lang. Wie bei uns. Was? Sind irgendwie von. Also die Abi-Klausuren sind länger geworden irgendwie. Geht. Also das war jetzt auch wirklich eine sehr kurze Klausur bei uns. Also zumindest eine, die sehr schnell durchging. Also wir haben alle, also zumindest ich und eine gute Freundin von mir, die auch bei mir im Kurs ist, wir haben die zweite Seite gesucht schon. Also wir haben... GG, Alter. Nicht in dem Sinne, dass wir die zweite Seite machen wollen, sondern einfach, weil wir dachten, das kann doch nicht alles sein. So einfach, dass wir da nichts vergessen oder übersehen. Aber ganz unten auf dem Blatt stand halt viel Glück, und das steht ja immer am Ende in der Klausur. Ja. Da waren wir uns dann doch sicher, dass es die einzige... Also wir hatten halt einen händischen Teil mit zwei Seiten, dann einen Schritt... Oder nicht... schon viel. Einen mit Taschenrechner, mit nur einer Seite. Ja, das ist immer so. Und der war halt so kurz, ne? So, ja, okay. Aber das ist voll lustig, ich hab meine Mathelehrerin ist auch meine Geschichtslehrerin. Und ich weiß nicht, Stunde immer aus. Nein. Aber böse angelehnt. Also das kennst du wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber man muss ja manchmal so
man hat so verschiedene Punkte, man muss dann so eine... Karten. Hm? Karten? Nee, also halt... Achso. So, du hast, keine Ahnung, so verschiedene Punkte. Ja. Auch Hochpunkt. Und eine Funktion. Du lagst also, komplett. Ich hab nur, du hast irgendwelche Punkte und Hochpunkte. Du hast verschiedene Punkte. Kann es auch Hochpunkte oder Wendepunkte sein. Ja, Punkte. Und dann musst du dann eine Funktion berechnen. Ja. Und, also zumindest... Wie kann ich nicht, aber ich weiß, dass wir es hatten. Gut. Auf jeden Fall, da muss man die Punkte aufschreiben. Also so zwei Striche und so ein Pfeil. Okay. Halt aufschreiben, was daraus ist. Und dann habe ich... Dann hat sie so zugeguckt, wie ich das so gemacht habe. Und dann habe ich halt diese beiden Striche, also so anstatt dieses Dreieckteil in einem zu schreiben, habe ich das mit zwei. Und dann hat sie einfach mich ausgelacht, deswegen. Was? Ja, richtig komisch. Nice, glaube ich. Ja, ich weiß auch nicht, das ist ein bisschen weird. So ein Arbeitsblatt machen, was ein übelst komplizierter Text war. Wir hatten in der... Ich hatte ganz wenig und sie hat mich auch ausgelacht, deswegen. Ach ja, und ja, Art hier. So, da bin ich. Waren wir? Irgendwas mit Schule. Achso, ich hatte in der 8. und 9. Ja, da hatte ich, oder war mein Klassenlehrer, an sich super cool, hatte ich in Geschichte und Mathe. Ey, das, also so von der Lehrerqualität her, so auf der einen Seite in Geschichte super Lehrer eigentlich. Habe ich jetzt auch wieder im Zusatzkurs. Ich verstehe zwar nicht, ich meine, ich habe Geschichte nicht ohne Grund abgewählt. Das hat mich einfach nicht interessiert mehr. Das ist so wie Zusatzkurs, Mann. So wie zu der Frist eigentlich. Also so wie generell habe ich als LK. Ja, ich hab Physik so wie oder was? Physik so wie. Geile Kombo, ich weiß, aber finde ich. Ich habe auch super cool. Es hat sich gelohnt, sagen wir es mal so. Jeder, der bei uns Physik LK, dann einfach Mathe LK. Ja, ist bei uns, also wir sind neun Leute im Physik LK. Neun. Wie viele Mädchen seid ihr eigentlich? Zwei Mädchen, sieben Jungs. Bei uns sind einfach null Mädchen. Nice. Wir sind alle im so wie LK. Wir sind, ich glaube, 22, 23 Jungs und zwei Girls. Ist auch nicht schlecht, oder? Sind das wie aus dem Physik-LK oder was? Nein. Ich bin der Einzige, der so wie Physik hat. Ja, es ist, das ist auch irgendwie selbstverständlich. Also, wir haben im Physik-LK. Sieben Leute haben Mathe-LK, ich hab Physik-LK und Henry hat Geschichts-LK. Eine geile Verteilung, oder? Bei uns haben, wir sind 12 Leute oder so, bei uns haben alle Mathe-LK. Ja, ist halt auch irgendwie eine sinnvolle Kombo. Es macht sehr, sehr viel Sinn, ja. Aber hier, zu meinem Lehrer halt. Weißt du, in Geschichte, super cooler Lehrer und so. Oder cool ist er generell eigentlich, finde ich. Aber ein wirklich guter Lehrer und so, und dann in Mathe, Alter. Vor allem dann so in dieser, wie gesagt, wichtigen Klasse, 8 und 9. Mhm. Sorry, aber Mathe ist irgendwie nicht so sein Ding. Aber auf Klassenfahrten ist er richtig cool. Okay, wir hatten auch, wir hatten auch, also Klassenlehrer und halt dann stellvertretende Lehrerin so. Mhm. Und, die sind so ein Traumpaar. Ah ja. Also die siehst du auch gefühlt immer so zusammen. Okay, also genau so ist es bei unserer Mathelehrerin, weil das Ding ist, sie erzählt uns immer, wie toll Mathe, weil sie macht halt Matheunterricht mit dem anderen LK, mit dem Lehrer zusammen und mit dem ist sie auch immer zusammen halt so, also macht sie alles. Und das Lustigste ist, manchmal Tag rein, Doppelstunde hatten wir, sie sagt so, heute ist ein schöner Tag. Fängt schon mal gut an. Drei Seiten Aufgaben und setzt sich dann in den Flur mit dem anderen Lehrer und trinkt Kaffee. Nice.
Nee, aber. Also, das riecht nice. Meine Klassenlehrer in der 8. und 9. Also, ich. Hatte bei ihm. Hatte ich Geschichte, Mathe, wie gesagt. Und bei ihr hatte ich Englisch und Sport. Ja. Und, nice Chor war an der Stelle von mir. Dann. War es halt so. Vor allem auf Klassenfahrten. Die beiden. Sag mal so, wenn die zusammen wären, keinen würde es wundern. Vielleicht sind sie es auch, ich weiß es nicht, aber. Ey, es ist. Ja. Ja. Punkt. Okay, krasse Story. Nee, aber die sind auch. Die kamen zum Beispiel auf der England-Klassenfahrt. Wir hatten, weil die Bungalows, in die wir eigentlich gehen sollten, haben irgendwie, wegen irgendwas schließen müssen. Oder sind bankrott gegangen oder irgendwie so. Und deswegen waren wir in so räudigen Caravans. Ja. Alter, so richtig, ich glaube 1950er Baujahr. Komplett runtergekommen gefühlt. Ja. Und so. Aber haben halt trotzdem irgendwie das Beste daraus gemacht. Das Essen da war auch scheiße. Das haben auch die Lehrer gesagt, das ist absoluter Müll. Haben sich auch immer nur was geholt wie wir. Oder okay. Selbst, wir haben eher selbst uns was gemacht, irgendwas kalt. Ja, weil Herd und so, also ich glaube, ein Tag hat einer was am Herd gemacht, danach nicht mehr, hatte seine Gründe. Und dann kamen die beiden abends haben bei uns geklopft, dann haben also ihre Runde gemacht, sind dann kurz reingekommen und so und haben dann mit uns ein bisschen gechillt, war super entspannt. Nice. Und dann, ich weiß, ich war, ja, ziemlich jung. Okay. Und, sie hatte dann, also unsere Klassenlehrerin, hat dann gesehen, dass von irgendwem noch so eine Pringles-Soße Sour irgendwas, wie heißt das, Sour? Sour Cream. Sour Cream da stand. Also kann ich mal probieren. Also super cool und mit denen, das sind halt so Lehrer, mit denen chillst du. Nice. Sagen wir es mal. Und das war halt super entspannt auf der Klassenfahrt. Aber wir hatten immer so eine richtig seltsame, also halt, jeder mochte die, aber sie war halt einfach lost. Eine kurze Sache noch. Ja. Aber das, was halt echt wild ist, weil sie, also unsere damalige Klassenlehrerin ist halt, die haben viele jetzt in Sport. Ja. Und viele können die sie leider echt nicht leiden. Okay. Weil sie in Sport ist sie halt wirklich so, also sie ist nicht asozial oder so. Aber ich meine, Lauftagebuch führen, ist doch klar, dass man das nicht macht. Aber es ist halt so, ich glaube, recht typisch für Q1, Q2, dass man entweder Lehrer, die man extrem gerne mag, weil man halt, ich sag mal, das macht, was man gewählt hat. Also wenn du zum Beispiel, ich habe Fußballkurs, meine Erstwahl war Basketball, habe ich leider nicht bekommen. Ich habe auch meine Erstwahl nicht bekommen. Dann hast du halt da zum einen Lehrer, die da noch einfach Fußball spielen, oder nehmen wir mal Basketball, weil da hat meine damalige Klassenlehrerin hat Basketballkurs. Dann hast du halt auf der einen Seite die auch wirklich das machen und ich sag mal dich frei spielen lassen und so, was natürlich werden solche Lehrer geliebt, und dann hast du auf der anderen Seite die das machen, was man eigentlich machen soll, was halt hauptsächlich Leichtathletik ist. Was halt, so, worauf halt keiner Bock hat. Und das wissen auch die Lehrer. Aber es gibt halt die einen, die scheißen drauf, die anderen nicht. Und deswegen ist sie halt nicht so geworden. Und weil sie halt zu manchen Schülern ein bisschen, ich sag mal, strenger ist auch. Okay. Aber manche auch. Da verstehe ich nicht, warum sie die Lehrerin nicht mehr. Oder ich sehe da halt einfach den Grund nicht berechtigt. Also ich mag sie, sie mag mich auch. Mhm. Deswegen war es immer ziemlich easy in Englisch früher. Aber einer aus meiner Klasse, der ist generell so Streber. Und also wir sollten mal eine Stunde so am PC arbeiten, ein bisschen was recherchieren, ein paar Aufgaben machen in Englisch. Mhm. Und dann ist sie rausgegangen, hat irgendwas im Lehrerzimmer gesucht und so. Und dann haben halt welche am PC Videos geguckt, also ist ja auch gar nicht schlimm. Und dann hat ist sie wieder reingekommen, hat ihn und zwei andere da, die also saßen halt zusammen am PC, gesehen, wie wir das Video da geguckt haben. Und wir sollen ja die Aufgaben machen. Eigentlich zu Recht, ich meine, ja, kann man als übertrieben ansehen, aber eigentlich hat zu Recht ins Klassenbuch eingetragen. Und das ist ja nichts Schlimmes ins Klassenbuch eingetragen, so. Das ist ja einfach nur notiert, die haben in der Stunde halt nicht das gemacht, so.
Ja. Und er hat dann seinem Vater gesagt, der hat einen Anwalt, also nicht mit dem Anwalt gedroht, aber so quasi in dem Sinne. Ja, moin. Wegen einem Klassenbucheintrag. Wow. Der auch noch richtig. Und natürlich mochte sie ihn dann nicht mehr so. Ist okay. Völlig verständlich. Ja, aber ich will jetzt nicht unterbrechen, aber ich muss jetzt los, also. Ah, okay. Tschüss. Ja, gut, danke, dass du da warst. Trotzdem viel Glück mit Forza. Sprechen uns noch. Jetzt habe ich geantwortet. Naja, tschüss, ja. Ne? Tschüss. Ja, jetzt wieder alleine. So. Wahrscheinlich sind die Storys so übelst langweilig und interessieren einfach keinen. Aber Schulstories-Videos sind eigentlich, oder Schulstory-Dings sind eigentlich immer ganz cool. Weil irgendwie hat man doch immer das. Oder man merkt, dass halt viele geil solche Sachen erleben. Aber naja. Aber es gibt halt immer wieder Lehrer, die, also was ich zumindest aus meiner Erfahrung sagen kann, dass es Lehrer gibt, die vielleicht im Unterricht nicht, ich sag mal, so chillig sind oder vielleicht auch ein bisschen nervig, aber die dann auf Klassenfahrt super chillig sind. Weil auf Klassenfahrten sind Lehrer natürlich immer entspannter, weil ist ja quasi Urlaub, man muss ja nicht wirklich was machen. Ich hätte am PC einfach was gezockt, ja, haben auch welche, aber dafür war sie nicht lang genug weg, sagen wir es mal so. Ja, keine Ahnung. Wenn man sich benehmen kann, sind die meisten Lehrer eigentlich super chillig. Das ist halt so. Ich meine, ich habe auch Lehrer, die ich nicht leiden kann, ganz klar. Also von einer habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, meine Deutschlehrerin in der EF. Aber die war auch wirklich so ein Extremfall, also ja, das ist ja wirklich extrem. Und halt mein jetziger Erdkundelehrer, der zum im Moment oder momentan noch nicht da ist, deswegen die Vertretung haben bei einem ganz coolen Lehrer. Aber den zum Beispiel kann ich nicht so leiden, weil der halt so, also der ist nicht unbedingt streng, also schon, ja doch schon, aber der ist halt so unangenehm, sagen wir es mal so. Ich sag mal, zieht halt so durch und ist halt so. Ja, ich kann das schlecht beschreiben, was mich wirklich stört, aber ich kann ihn halt nicht sonderlich gut leiden. Also jetzt so vom Unterricht her. Aber er wirkt halt auch immer, ich sag mal, so kalt. So, wenn man irgendwas nicht versteht, dann wirkt das dann immer so wie, als ob. Also ich glaube nicht, dass er es denkt oder so, von weil ich es mir jetzt nicht vorwerfen will. Aber es kommt, macht einem dann so das Gefühl, dass man, ich sag mal, dumm ist oder so. Wenn man das so beschreiben kann. Angeberfähigkeiten. Angeberfähigkeiten sind außen, nicht außen. Wenn du an jemandem vorbei driftest, also jemanden überholst im Drift, das ist Angeberfähigkeit. Und ansonsten. Ich konnte tatsächlich relativ wenig Lehrern nicht leiden. Also, ich hatte das sehr selten, dass ich den Lehrer nicht leiden konnte. Was ich, glaube ich, auch schon mal erzählt habe, aber wir hatten in der 5. Klasse in Sport, in der 7. Weil, muss man in zwei Sachen sehen. Einmal 5. Klasse Sport, da hatten wir einen Lehrer, der war nur noch wenige Jahre in der Schule, bei der hatten auch meine Mutter und meine Schwester schon Unterricht. Also, der war schon ewig lang in der Schule. Ah ja, nice Subaru. Und, ja, der war halt, der hat super coolen Unterricht gemacht, aber weil er halt, ich sag mal, so ein bisschen lauter geredet hat, obwohl er eigentlich super cool ist und so, konnten ihn halt viele eigentlich nicht leiden, aber so in der 7. hatten wir ihn dann Erdkunde, da fanden ihn schon die meisten cool. Der, es gibt keinen, der den nicht mag eigentlich, außer vielleicht zwei, drei, die er ein paar Mal rangenommen hat, sagen wir es mal so. Weil sie halt auch im Unterricht Scheiße bauen, so. Aber ansonsten, weißt du, wir haben bei ihm in der 5. Klasse. Mensch. Wir haben bei ihm in der 5. Klasse. Wir haben Basketball gemacht, wir haben Fußball gespielt, wir haben eigentlich nur geiles Zeug gemacht. Mein Vater und meine Schwester sind Lehrer. Uff. Erinnert mich an Bastian Bielendorfer. wenn ihr den kennt.
der hat cool. Und das ist auch dann einem irgendwann klar geworden, wenn man dann andere Sportlehrer bekommen hat. Aber es war halt super chillig bei ihm. Und den habe ich dann noch ein paar Mal getroffen, weil ich bin im Schulorchester einer Schulwegband. Weil es halt eigentlich entspannt mit anderen Leuten. Wenn ihr ein Instrument spielt und sowas an der Schule hat, ich kann empfehlen, da hinzugehen, weil mit anderen Leuten Musik zu machen, ist halt immer ganz geil. Auch wenn es vielleicht nicht die Musik ist, die man unbedingt gerne spielt. Ist trotzdem cool. Finde ich auch sehr schade, dass es momentan nicht ist, wegen so einer Kleinigkeit da. Weiß ich nicht, ob man davon gehört hat, aber so Corona. Ja. Kleinigkeit. Der hat dann immer mit seinem Van ausgeholfen. Also, sie haben so einen größeren Renault-Transporter. Da haben wir dann immer das ganze Zeug, Schlagzeug, Notenständer, alles mögliche, Verstärker reingepackt und sind damit dann, wenn wir irgendwie zum Beispiel wir haben immer so Weihnachtsgottesdienst dann in der Kirche oder so, haben wir das dann reingepackt, sind rübergefahren, ausgepackt und so. Und da haben wir ihn halt wieder getroffen. Der ist super cool drauf, immer noch. Also, ja. Ja, das war's dann für heute eigentlich. Vielleicht laber ich noch ein bisschen, ich weiß nicht. Wenn ich nicht so voll wäre, hätte es mich vielleicht auch erwischt. Faulheit kann doch manchmal ein Segen sein. Naja, Lehrer, muss ja auch sagen, Lehrer sind an sich wichtig. Und es gibt ja auch viele coole Lehrer. Von daher, ja. Kann man da, glaube ich, wenig schlecht sagen. Aber ist halt auch ein verdammt anstrengender Job. Aber, ja, auf jeden Fall. Viele Lehrer sind viel chilliger, als man denkt, wenn man einfach mal auch über, ich sag mal, über sein eigenes Verhalten, ich sag mal, nachdenkt. Oder wenn man halt einfach vernünftig ist in der Schule. Ich meine, man muss jetzt nicht, damit meine ich nicht, dass man jetzt, ich sag mal, Streberkind sein muss oder so. Aber einfach nicht die ganze Zeit Scheiße labern im Unterricht oder laut sein oder so, sondern einfach ein bisschen ruhiger. Man kann mal was Lustiges sagen bei den meisten Lehrern, das ist völlig okay. Also, dann kommen die Lehrer auch, wenn sie dich mögen, auf dich zu im Regelfall. Und reden vielleicht auch mal mit dir so. Das ist, na. Dann weißt du, die mögen dich. Ja, das ist nur das, was ich so für mich mal erkannt habe vor einiger Zeit. Da ich an sich ein recht ruhiger Schüler bin, mich ab und zu mal melde, mögen mich eigentlich auch die meisten. Aber naja. Im Grunde sind Lehrer ja auch ehemalige Schüler. Ja, also es gibt auf der einen Seite halt so ganz cool Lehrer, auf der anderen Seite gibt es halt so strenge Lehrer. Und dann gibt es die Innovativen. Die Innovativen sind dann eigentlich am schlimmsten, weil die richtig durchziehen gefühlt. Ja klar, das ist halt sau viel Verantwortung so. Also bisher muss ich eigentlich sagen, ich kenne nur eine Lehrerin, die keine Lehrerin sein dürfte, und das ist halt meine Deutschlehrerin in der EF. Also was die alles rausgehauen hat und wie unfair die benotet. Ich meine, ich könnte meine Klausuren zeigen und kein Lehrer könnte diese Benotung nachvollziehen. Einer aus meinem Kurs damals hat auch die Klausur mal einer anderen Lehrerin, die auch super cool ist, gegeben. Also die Lehrerin war auch im Kollegium sehr unbeliebt, muss man dazu sagen. Dass sie sich das vielleicht nochmal anguckt. Die Note war, glaube ich, 2 Noten besser. Oder eine oder zwei. Von einer 5 auf eine 3, glaube ich. Und ich habe in dem ein Jahr, sie war auch nur ein Jahr zum Glück da, aber ich habe in dem ein Jahr geschrieben, ich bin in Deutsch vielleicht jetzt nicht der Beste, muss man dazu sagen, aber ich bin halt auch so mittel. Also so 3 im Regelfall. Moin Jan. Also ich bin halt im Deutsch immer so 3er-Bereich eigentlich. Ab und zu mal 2. Und bei ihr habe ich geschrieben 5, 3, 5, 2 in den Klausuren. Also, solche Schwankungen so extrem habe ich in keinem Fach jemals gehabt. Also, oder generell, ich hatte eigentlich nie wirklich eine 5 oder so. Oder so schlecht. Ich glaube, das waren meine einzigen 5, die ich überhaupt hatte. Ich glaube, in Latein hatte ich sonst nur eine. Aber, also, einfach nur um das in Perspektive. Wie und
Sie hat auch zum Beispiel bei einer Schülerin, die hätte locker 1 gestanden in meinem Kurs. Locker. Das sagt jeder aus unserem Kurs. Mindestens 1 oder mindestens 2, aber locker auch eigentlich 1. Die hat eine 3 bekommen mit der Begründung, du kannst Deutsch, siehst aber nicht danach aus. Und das hat jeder im Raum gehört, als sie die Noten vergeben hat. Oder fast jeder im Raum hat es gehört, besser gesagt. Und das ist halt so eine Sache, das ist schon so eine rote Flagge. Aber das, was sie sonst noch rausgehauen hat, im Endeffekt, das schaffe ich nicht mehr in diesem Stream alles raus. So, also, da war so viel, was falsch gelaufen ist. Und ja... Nee, das war... Also sagen wir so, jeder Tag, wo ich Deutsch hatte, oder das gilt wahrscheinlich für die meisten aus meinem Kurs, oder aus meinem damaligen Kurs, der Tag war... Zumindest der Schultag war zum Vergessen. Und am schlimmsten... Ich glaube, ich erzähle das jeden zweiten Stream, kann das sein? Egal. Am schlimmsten hat es dann eigentlich unsere Mathelehrerin getroffen. Wir hatten eine super coole Mathelehrerin in der EF. Und wir hatten eigentlich immer nach Deutsch Mathe. Also wir kamen aus dem Deutschunterricht komplett angepisst und in der EF sind die GKs immer gleich. Also Deutsch, Englisch, Mathe sind immer im gleichen Kurs quasi. Und hatten danach Mathe und unsere Lehrerin war auch sehr offen für uns. Also unsere Mathelehrerin hat zugehört, hat auch sehr viel, ich sag mal, für uns dann gemanagt oder ich sag mal, sich für uns eingesetzt eingehend. Aber wir hatten keine Konzentration für Mathe in dem Moment. Also nicht so schlimm, wie es klingt, aber wir haben gefühlt jede Stunde die ersten 15 Minuten nur über das geredet, was in der Deutschstunde davor passiert ist. Weil es halt so viel Bullshit war. Und halt so... Ja... Nicht rassistisch. Also auch rassistisch, durchaus. Ja, halt das mit, du siehst... Kannst Deutsch, siehst aber nicht danach aus, klar. Aber vor allem halt einfach diskriminierend gegenüber einzelnen Schülern. Also mich hat es nicht so hart getroffen, außer in den Klausuren. In den Klausuren hat es bei mir richtig gehittet. Aber im Unterricht selber eigentlich nicht. Aber das lag auch daran, dass ich im Unterricht eigentlich dann irgendwann aufgehört habe, was zu machen. Ich habe mich in der ersten Stunde ein paar Mal gemeldet. Und danach nicht mehr, weil ich halt keinen Bock mehr darauf hatte. Also ich habe im Deutschunterricht eigentlich nur noch auf stumm geschalten. Aber, dann hatten wir dann auch so Situationen. Ich laber jetzt noch ein bisschen. Ich hab da gerade Bock drauf. Ist auch gut, dass ich immer unterbreche, oder? Wenn ich irgendwas rede, das, laber, dass ich dann irgendwie unterbreche und irgendwas zwischen... Kann man super folgen, oder? ja gut. Ich versuch's jetzt mal zu Ende zu bringen. Auf jeden Fall, hatten wir dann zum Beispiel mal irgendwie ein Buch oder so oder einen Text. Und danach haben wir darüber geredet, es ging irgendwie um rechte Meinungen oder so. Oder Rechtsextremismus. Und ich bin der Meinung, man sollte rechte Meinungen oder Meinungen von Rechten akzeptieren, man sollte sie aber kritisch hinterfragen, weil Meinungen können nicht falsch sein. Sie können kontrovers sein und sie können, ich sag mal, schlecht sein. Also nicht schlecht im Sinne von, dass sie schlecht sind, aber dass sie halt anderen Menschen schaden, was scheiße ist. Was man kritisieren sollte auf jeden Fall, aber wenn man sagt, eine Meinung ist falsch, verhindert man direkt einen Diskurs mit der anderen Person, was aber wichtig ist, dass man einen hat, weil dadurch kann man vielleicht eine Person zum Nachdenken anregen. Man wird keine Person direkt überzeugen können. Also du wirst nicht, wenn jetzt zum Beispiel mit einer rechten Person oder ja, und Neonazi vielleicht sogar argumentierst, dann wirst du ihn nicht überzeugen können direkt. Du wirst ihn aber vielleicht zum Nachdenken anregen können, dass er sich selber hinterfragt. Und das ist das doch das, worum es geht bei sowas. Und wenn du dann sagst, die Meinung ist falsch, veränderst du das. Und wir hatten quasi halt irgendwie sowas im Unterricht. Und dann habe ich halt auch das gesagt, was ich gerade gesagt habe, dass Meinungen nicht falsch sein können. Und dass man sie akzeptieren sollte als Meinung. Was nicht heißt, dass man sie gut finden muss. Ganz im Gegenteil. Und dann hat sie gesagt, ja, aber rechte Meinung akzeptiere ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, sollte man aber. Und dann sie gesagt, nein, weil rechte Meinungen sind falsch. Sagt dann aber selber sowas wie, du kannst Deutsch, siehst aber nicht danach aus. Und auch noch ein bisschen was anderes. Aber, ja, sowas halt. Also, wenn man verstehen kann, was ich meine.
Und sowas ist dann leerer? Weiß ich nicht, ob sowas gut ist. Also ich finde... Also allein, dass sie... Ich glaube, die Wechsel hat jährlich die Schule gewechselt oder so. Also bei uns war sie ein Jahr, davor war sie, glaube ich, auch nur ein Jahr auf einer Schule. Muss ja schon was heißen. Und sie hat dann auch mal geschrieben, ja... oder nicht geschrieben, erzählt, ja, es gibt so ein Forum, da können Schüler ihre Lehrer bewerten. Und im Unterricht waren alle nett zu mir und im Forum haben dann alle geschrieben, ja, dass ich doch so eine schlechte Lehrerin sei, konnte ich gar nicht nachvollziehen. War bestimmt, einfach nur, damit die sich cool fühlen konnten. Nein, das ist einfach, weil sie eine scheiß Lehrerin war. Und, ja... Man kann es halt dann auch als Schüler schlecht verhindern. Ich meine, nicht mal die Lehrer konnten verhindern, oder was verhindern, irgendwas dagegen ausrichten, weil du kannst, weil sie ja verbeamtet ist als Lehrerin, kannst du nicht einfach sagen, du musst gehen. Und das ist halt das Blöde, weil jeder wollte sie weg haben, weil eigentlich dürfte sie mit dem, was sie sagt, nicht unterrichten. Das ist halt so. Aber man kann halt schwer was dagegen machen durch diese Verbeamtung, was nicht heißt, dass man Lehrer nicht verbeamten sollte. Sollte man machen. Finde ich zumindest. Aber man sollte solchen Lehrern nicht die Plattform bieten, weiter zu unterrichten. Aber ja, ist halt meine Meinung dazu. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch schon wieder viel zu viel gelabert. Und ja... Vielleicht mache ich da mal, oder machen wir mal einen Stream, wo wir ein bisschen drüber reden. Ist halt immer das Blöde, weil man immer sagen muss, die Lehrerin oder so, weil zumindest ich möchte nicht in meinem Stream irgendwelche Namen nennen. Zum einen aus privattechnischen Gründen, weil ansonsten... Ich meine, ich bin jetzt nicht der, der am meisten auf meine Privatsphäre achtet, so in dem Sinne. Aber ein bisschen kann es dann doch sein. Und zum anderen, weil ich Personen natürlich auch nicht schaden will, selber so direkt. Ich meine, ja, es würden zwei Leute sehen, okay. Das wäre jetzt nichts Krasses, aber, trotzdem. Ein bisschen darauf achten kann man dann schon. Vor allem, weil es ja im Internet bleibt. So. Muss man ein bisschen aufpassen. Ich hoffe mal, das ist dann kein Problem bei der Verständlichkeit. Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.